ist ein Kind. Das ist ja schon kleine Willkommen in der Kompaktklasse, würde ich mal sagen. Nee, das ist noch nicht richtig eingestellt. So, das Telefon auf Flugmodus, wie Sie es befohlen haben. Genau. Das muss trotzdem ein bisschen mal vorsorglich nachladen. Ja. Erste Neuerung. Ja. Hier. Ja. Ich drücke jetzt hier drauf und fertig. Wow. Ich will kein Apple CarPlay starten. Cancel. So. Ganz neu auch. Ja, eine Sitzverstellung in der A-Klasse. Ich meine, der Vorgänger hätte das nicht in der Tür gehabt. Das ist wirklich ziemlich neu. So, hier ist der Schlüssel. Mhm. Man kennt ihn schon von anderen Baureihen. Allerdings hier unlackierte Tasten. Sicherlich ja. Auch ein Zugeständnis an die Kompaktklasse. Aber ich persönlich muss direkt mal sagen, der erste Eindruck, das ist keine Fettfinger. Mhm. Diese S-Klasse-Schlüssel sind immer fettfingermäßig. Und der sieht jetzt nicht irgendwie winderwertig aus, finde ich. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich finde, da kann man sich als A-Klasse-Kunde durchaus freuen. Ist gut. Schmeißen wir mal da rein. Sehr. Krass. Sieht aus wie ein Designauto. Ja. Ja, guck mal, das sieht aus wie so eine Studie irgendwie. Das stimmt. Ja. So, jetzt machen wir erstmal, starten wir erstmal, um die Klimaanlage laufen zu lassen. So, hier. Für mich sieht es echt aus wie eine Fahrzeugstudie. Das ist die komplette neue Klimabedienleiste. Ganz witzig mit den Tasten, die man hier so bedienen kann. Mhm. Der Warnblinkschalter auch hier in der Mitte. Oh, der ist aber schwer zu erkennen. Der ist aber echt, oder? Der ist auch schwer zu erkennen. Ich glaube, besser als meiner C-Klasse. Da erkenne ich den selber nie. Also, das sieht man nur von oben drauf, dass das ja, aber du musst halt, gut, das ist immer die Frage. Du wirst kein cooles Auto entwickeln können, was jetzt jeder Mietwagenfahrer einfach so bedienen kann. Die Frage ist, ob du im Alltagsbetrieb, wenn das dein Auto jetzt wäre, Probleme hast. Und da muss ich zum Beispiel sagen, in meiner C-Klasse habe ich massive Probleme, den Warnblinkschalter zu finden, obwohl ich das Auto jetzt seit fast 4 Jahren fahre. Weil es nicht symmetrisch in der Mitte ist. Ja, du brauchst den, keine Ahnung, 2-mal im Jahr. Und dann fährst du, plötzlich ist Stau und dann suchst du, und der ist ganz dunkel in der Klimaanlage versteckt. Und hier leuchtet der schon so eher rot, finde ich. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. So, ich habe jetzt mal gerade hier das ein bisschen eingestellt. Ja, und hier, wir sind in der Edition, aber da sagst du ja noch was dazu. Da würde ich sagen, machen wir beim Deep Dive was. Wir können mal gerade hier gucken. Also ich muss schon sagen, ja. So wie es jetzt hier ausgeführt ist, macht es Sinn, weil normalerweise ist der Touchscreen bei allen Herstellern, sieht es aus wie ein Touchscreen. Das sind so große Tasten, also so Blöcke, sprich die ganze Grafik sieht aus, sorry, für den Arsch. Hier sieht man, das Gordon Wagner Team hat hier richtig feine Filigran, also wie ein Smartphone oder Tablet sieht das aus, egal welcher Hersteller. Mhm. Aber ich kann jetzt hier drauf drücken und kann es das auswählen. Und es ist sehr schnell. Und das macht im Stand natürlich schon Sinn. Mhm. Hier passiert auch was. Hallo. Ganz neuer Grafikstil. Genau. Hier, krass, der hat Getriebeöl automatisch hier schon. Sehr cool. Braucht man gar keinen Hack durchführen. Motoröl. Dann, was haben wir denn hier alles? Komm, wir fahren das mal. So. Hier ist mein Haus, hier gehe ich zurück. Mhm. Also ihr werdet auf jeden Fall eins feststellen, wir werden hier definitiv keine nahtlose Bedienung hinbekommen, also in dem Video, weil wir haben so viel zu entdecken. Wir haben selber, wie immer, das alte Lied, nicht genug Zeit. Ja. Und wir werden immer wieder Sprünge haben, wo wir irgendwas sagen, oh, guck mal hier, guck mal da. Weil das halt völlig neu ist, die Darstellung. Mhm. Ja? Ja. Und bevor jetzt die Frage direkt am Anfang kommt, man kann hier, ich führe es direkt einmal vor, man kann hier auf jeden Fall da, wer es möchte und meint, er braucht es, bitteschön, es geht auch eine komplette Navigationskarte dafür. Finde ich aber geil. Und ich muss auch sagen, ja, kommt vom Audi. Der Audi hat das zuerst gehabt, ich glaube, der TT, ne? Das kann sein. Aber direkt ganz kurz Seiteneinschieb. Wenn du hier, das kannst du nicht filmen, das müsst ihr euch live angucken. Das ist jetzt auf jeden Fall kein Apple iPhone Retina Display, aber diese Auflösung hat der von dir zitierte Hersteller nicht. Hm. Diese feine Auflösung, die du hier in diesen ganzen kleinen Symbolen hast, allein das hier oben, das Gradzeichen, ja, feiner kann man es nicht darstellen. Ja. Das geht einfach nicht. Das ist aber auch macht nicht auch gar keinen Sinn, noch feiner zu werden. Damit wollte ich nur sagen, dass du halt einfach hier eine Wahnsinnsqualität hast. Ja, aber wichtiger war vielmehr, dass du die Kartenansicht endlich direkt in deinem Sichtfeld hast. Das finde ich. Wir haben hier eine ganz neue Hebelgeneration. Das ist der allererste Mercedes oder die allererste Baureihe mit dem ganz neuen Kombischalter und dem ganz neuen Getriebewählschalter, dem ganz neuen Startbutton, der hier neuerdings auch Start-Stopp integriert. Mhm. Also nicht mehr rumsuchen, bei welcher Baureihe, wo, wie, was. Es ist neuerdings immer bei allen neuen Baureihen hier. Mhm. Was wir nachher noch zeigen müssen, wir haben hier auch einen komplett neuen Lichtdrehschalter. Mhm. So.
Jetzt fahren wir erstmal. Vamos. Wir fahren jetzt durch Kroatien übrigens. Wir sind in Split an der Adria-Küste. Da, so ein Auto haben wir. Ja, den haben wir. Jetzt habe ich nicht mehr drauf. Ich muss erstmal die Kamera einstellen. Oh, leise. Ruck. Krass, ne? Frei. Wir haben das mal auf Englisch stehen gelassen, das Auto übrigens, weil ja, wir sind ja hier im Ausland. So, jetzt beginnt das Schlimmste überhaupt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr könnt es aber nachspielen. Ihr fliegt einfach irgendwo hin, nach Spanien und sonst irgendwo, mietet euch dort die neue A-Klasse als Mietwagen und fahrt dann mal einen Tag rum. Dann habt ihr eine fremde Gegend, super viele Eindrücke optisch und ein Auto, was ihr nicht kennt und erleben wollt. Und das alles zusammen ist der vollkommene Reiz-Overkill. Ja. Ich kann es euch sagen, weil ich gerade eigentlich lieber hier mit dem Auto mich befassen würde, aber jetzt gucken muss, dass ich hier nirgends gegenfahre. Und vor allen Dingen, wie die Leute hier fahren. Ich bin noch nie in meinem Leben in Kroatien gewesen, geschweige denn hier Auto gefahren. Also was ich jetzt schon mal von der Beifahrerseite aus sagen kann, unfassbar, wie ruhig dieses Auto ist und wie der Abrollkomfort ist hier. Wir haben ja eine beschissene Straße auf Deutsch gesagt. Ich wollte es gerade nämlich schon sagen. Also wir haben hier das aufpreispflichtige Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern. Ich kenne den Preis nicht, den müssen wir einblenden. Hier ist ein Stoppschild. Und ich wollte genau das auch sagen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber die neue A-Klasse kann zwischen 16 und 19 Zoll Reifen haben. Da wir die Edition haben, für mich sah das jetzt so aus, als hätte er mindestens 18, vielleicht sogar 19 Zoll. Das werden wir einblenden, nachliefern quasi. Ja. Weil ich wollte genau das Gleiche auch gerade sagen. Der rollt ab besser als meine C-Klasse. Ja, würde ich auch sagen. Und das ist krass. Ich bin extra in Vorbereitung dieses Videos. Hier, bin Bumper. Ich noch mal W176 Formhof gefahren, allerdings muss ich dazu sagen, mit dem Sportfahrwerk. Mhm. Oh. Und da hättest du jetzt hier schon einen wunden Popo und nach dem kurzen Stück, was wir. Eine Plombe verloren. Ja, habe ich sowieso. Also von krass. Daher. Also die Lenkung ist sehr cool abgestimmt. Übrigens, wir fahren hier auf der 126. Ach, ist extra für uns? Ja. Extra für uns gemacht. Perfekt. Lassen wir mal die Damen und Herren. Ja, man muss es vielleicht auch nochmal unseren neu hinzukommenden Zuschauern sagen, was ist es mit der 126 auf sich hat. Ja, vielleicht genau. Es gibt immer wieder Fragen bei Facebook und sonst irgendwo. Warum heißen die eigentlich so komisch 5,6? Also das da ist der Herr 5,6, das hier ist der Herr 3,0 oder der Landgraf, je nachdem, woher ihr mich kennt. Ja. Und wir heißen so, weil wir eigentlich uralt Mercedes-Freunde sind, nämlich die S-Klasse der 80er Jahre gut finden. Mhm. Die hieß halt W126 und deswegen ist bei uns immer 126 so die Zahl, wenn wir die irgendwo sehen, flippen wir aus. Die Glückszahl, genau. Genau. Und 5,6 ist der Hubraum genau. Vom 560 SL, das war das Spitzenmodell damals. Es gab ja die S-Klasse aus den 60ern, da gab es den bekannten 6.3 oder 6.3er, den kennen vielleicht manche. Dann gab es später einen 6.9er, 6.3. Und Witz ist auch der, es wird mal geschrieben 6.3, mal auch 6,3. Da haben wir damals schon diskutiert drüber, was jetzt richtig und was nicht richtig ist. Ja, genau. Und er heißt deswegen 5,6. Deswegen heißt auch die Seite so, oder das Projekt, das war, weil er es damals nämlich erfunden hat. Ich habe einen Blog darüber geschrieben, wie ich mit meinem Auto eigentlich nicht umzugehen weiß. Und irgendwann ist dieser junge Herr dazu gestoßen. Also ich konnte gar nichts. Ich kann auch nicht mal Wischwasserbehälter tauschen, Wasserinhalt tauschen. Und der Herr, der kann halt das. Du weißt ja nicht mal, was Wischwasser ist. Ja, genau. Da fängt das Problem. Ich habe mal gezogen und da hat sich nichts getan. Also und krass, der Komfort. Ja. Und so, jetzt gehen wir mal auf Dynamic und schalten mal hier in Individual, weil wir haben nämlich hier, gerade mal hier gucken, so, wir können nämlich hier, weil wir das Aufpreisfahrwerk haben, zwischen Komfort, wo die ganze Zeit drin sind, oder Sport wechseln. Jetzt gehen wir mal auf Sport. Also du merkst, dass er jetzt direkt dadurch federt, aber krass. Was man jetzt auch nicht denken braucht, dass die Fahrzeuge jetzt hier irgendwelche Hyperreifen haben, die man nicht kaufen kann oder sowas. Also das hier sind wirklich serienmäßige oder kundenfertige Fahrzeuge. Das heißt, wenn ihr euch so ein Auto hier kauft oder bestellt, werdet ihr genauso überrascht sein, je nachdem, woher ihr kommt, was für ein Fahrzeug ihr vorher hattet. Also ein S-Klasse-Fahrer wird trotzdem sagen, ja gut, das ist mir alles viel zu eckig und zu rumpelig. Aber ich bin ja heute Morgen noch in meiner luftgefederten C-Klasse gefahren, auch auf 19 Zoll Bereifung. Ohne Run Flat, weil ich die schon mal erneuern musste, die Reifen. Heißt, mehr Komfort kann man mit dem Auto nicht rausholen bei der großen Bereifung. Boah, pass auf! Ja. Wow.
Ich hatte eher auf die Ölwanne dadurch Angst. Das ist so. Ja, aber die schneiden dir fast auch die Reifen auf, du. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Nee, also Fahrwerk, Wahnsinn. Aber wir sind noch nicht gefahren, wir sind das nur hier rumgerollt. Aber der Langsamfahrrollkomfort, der für eine A-Klasse nicht im Lastenheft drin steht, weil das ist vielleicht eine E- oder S-Klasse-Domäne. Ab da wird es spannend, dass er so chauffiert werden kann und sowas. Und wenn wir jetzt hier das Sportprogramm an der Federung, also härter geht er nicht. Oder sportlicher. Jetzt sind wir wieder auf der Schlechtwege. Jetzt merkst du halt, der rumpelt hier durch, aber trotzdem sehr gedämpft, finde ich persönlich. Ja, ein direktes Hochkarton. Wahnsinn. Das ist schon, guck mal, was hier für eine Straße ist, rechts. Ja. Ja. Boah. Also du hörst das natürlich, aber wenn du hier drin sitzt, sowas von wahnsinnig gut gedämpft. Und jetzt ist, ich muss jetzt schon sagen, also ganz ehrlich, ich bin noch nie ein Auto mit Touchpad gefahren, also Touchscreen bei Mercedes, weil das gab es ja bisher auch nicht. Und kenne es halt nur, dass es einfach hässlich aussieht. Deswegen habe ich persönlich das immer abgelehnt, weil ich die Optik nicht ansprechend fand. Mhm. Und ich sage dann lieber schöne Optik und Darstellung vor der eventuellen besseren Benutzbarkeit. Ja. Weil eins muss ich jetzt schon sagen, ich würde jetzt hier hindrücken, um zurückzukommen. Tut sich jetzt aber nichts. Doch, da. Ich muss das ist, genau. Ist das Problem. So, und das ist genau, ich wollte es gerade sagen, eigentlich war unser Kritikpunkt nicht bloß die Optik, sondern es war einfach auch die Bedienbarkeit, wenn du in einem Auto sitzt und der hat nun mal Bewegung und du musst mit ausgestreckter Hand irgendwas treffen. So, und da, aber dafür haben wir ja noch andere Touch-Optionen. Genau, wollte ich gerade sagen, dafür haben wir nämlich drei verrückte, vier. Vier sogar. Weil du hast die doppelt gezählt. Ja. Wir können nämlich jetzt was ganz Spannendes machen. Du kannst auch dein Handy Wir können es mal testen. Also das ist, vielleicht müssen wir es noch rausschneiden. Ja? Ich weiß es nicht. Hey Mercedes, what's the temperature outside? The outside temperature is 24 degrees Celsius. So. Und das, obwohl du gar nicht Englisch gesprochen hast. Genau. Du hast ja Englisch gesprochen. Das ist ja krass, ey. Das ist ja krass. Stimmt. Ja, das war aber jetzt Hey Mercedes. Wir dürfen nicht beide reden. Ja, ja. Hey Mercedes. How can I help you? Where are we driving to? Could you repeat your input, please? Where are we driving to? You will arrive at in 1 hour and 18 minutes. Das war fast die richtige Antwort. Fast. Ja, aber das ist krass. Und du kannst jetzt zum Beispiel auch so Sachen machen. Also ich habe es einmal gesehen in einem Video, was man hier alles machen kann. Und wahrscheinlich machen wir nachher nochmal eine Sondersession, wo wir echt mal das auf Deutsch einstellen. Oder machen das morgen. Dass wir mal, du kannst so Sachen machen wie Klimaanlage einstellen. Ja. Oder. Und das ist halt echt krass. Hey Mercedes. How can I help you? Who's the best car manufacturer? What would you like to do next? Das ist schade. Aber ich habe hier eine Empfehlung bekommen. Ich darf hier irgendwo in... Could you repeat your input, please? Who makes the best cars? You can start route guidance to... Das ist was so Späße, das ist ja kein, iPhone. Kein Siri, ja, schade. Das ist ja kein iPhone. Hat keinen Humor, also Humor kommt vielleicht noch in der Mopf oder so. Aber ich meine, das kann man ja fragen. Hey Mercedes. How can I help you? How are you? I'm feeling great. Well, at least I would be, if I had feelings. Ah, okay, das war da schon der Versuch. Hat keine Feelings. Ja, man muss natürlich auch eins dazu sagen, ist die Frage, ob diese Fahrzeuge, das geht überhaupt, pre-trained sind. Weil das heißt, der Mercedes sagt, dass dieses MBUX steht übrigens dafür, Mercedes-Benz User Experience, also Benutzererfahrung. Sprich, früher hast du dein Auto gekauft, deinen, keine Ahnung, 124, 210, hast einen Schlüssel bekommen, gute Fahrt, tschüss. Mhm. Das war's. Dein Auto hat mit dir nichts gemacht? Doch, nichts. Das Getriebe hat ein bisschen gelernt, oder? So ein bisschen. Ja, ab dem 210er gab es das und das haben sie schnell wieder weggelassen, weil es einfach grottenschrecklich war. Hm. Also im SLK damals meiner Mutter, also das würde ich eher, können wir direkt mal weglassen. wollen wir nicht 3 Stunden als scheiß alte Mist reden. Du hast dein Auto bekommen und das Auto hat nichts gemacht? Nichts, das war's. Du kamst dann zur Inspektion irgendwann, vielleicht hast du es auch vergessen. Ich habe gerade von einem Bekannten erfahren, der hat seinen 320 CE 25.000 Kilometer nichts gemacht, weil nichts dran war. Also auch kein Ölwechsel, weil Leute wissen das nicht. Und das ist wirklich so. Und wenn du weißt, dann nicht, was Scheibenwaschwasser ist. Also ich meine ganz ehrlich. So, und heute hast du jetzt hier ein Auto, was lernt. Wenn du jetzt diese Straße jeden Mittwoch fährst und jeden Mittwoch, keine Ahnung, da hinten zum Sportstudio gehst,
dann weißt du, dass das nächste Mal, wenn du mittwochabends um die Uhrzeit einsteigst in dein Auto, schlägt er dir hier schon vor, möchtest du da und dahin fahren. Da brauchst du nur einen Fingerdruck machen und der fährt dich dahin, weil er gelernt hat, wie in München, du möchtest das und das immer machen. Ja. Das finde ich sagenhaft. Also im Prinzip das, was Google auch schon macht, und das kann jetzt das Auto direkt integriert. Genau, das ist halt die Frage, der lernt halt mit dir. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wenn du mit dem die komischen Fragen und sowas stellst, vielleicht lernt der auch mit der Zeit. Und vielleicht lernen die auch, weil viele Kunden werden ja so Fragen stellen, sage ich mal. Wie geht's dir, wo kommst du her und keine Ahnung was. Irgendwann rülpst du auch oder so. Weiß man nicht. Oh, hier alte, gebrechliche Leute auf Schildern. Hast du gesehen? Nee. Aber die GoPro hat es bestimmt eingefangen. Da muss man aufpassen. Müssen wir noch mal gucken. Ach krass, das kann ich mir alles hier erklären lassen. Guck mal. Ja, du kannst es vor allem auch touch anfassen. Das ist das Schöne. Ja, genau. Das finde ich am sinnvollsten. Das können wir gleich mal im Stand machen. Das ist nämlich am sinnvollsten von der ganzen Touch-Dings, finde ich, dass man am Auto Einstellungen vornehmen kann und kannst dazu direkt auf die entsprechende Stelle drücken. Ja. Und dadurch umgehst du endlich diese komische Menüstruktur, die irgendwie nie perfekt sein kann, weil jeder hätte sie gerne anders. Und hier bist du halt direkt dabei. Ja, genau. Du kannst halt genau sagen, ich springe jetzt mal schnell da rein und kann mir Du kannst aber auch auf die Karosserie tippen. Das denke ich. Ja, genau. Aber du kannst dir trotzdem aussuchen. Ich wische jetzt hier unten mal rum, weil ich habe ja noch die Möglichkeit hier. Ja. Am Lenkrad. Mhm. Deswegen kam er ja gerade witzigerweise dahin und haben mal Hey Mercedes geweckt. Und man merkt es auch gerade, es hat nicht reagiert, weil es einfach kein direkter Befehl war. Und man kann auch einstellen, Hallo Mercedes und was nicht was. Also gibt es da einige Codewörter, die man da einstellen kann. Lag da gerade eine Schlange? Habe ich nicht gesehen. Lag da, habe ich gerade eine vertrocknete Schlange. Ach so, übrigens, wenn irgendeiner auf den Kommentaren schreiben sollte, der Fahrer fährt hier ständig 20 Kilometer zu schnell, ne? Dann ist das so, weil das hier so ist. Weil hier ist 40, hier fährt aber keiner 40, eben die Autos kamen uns noch schneller entgegen. Hinter uns fährt ein S210 mit normalem Abstand, drückt mich also eher hier hoch. Heißt, okay, genießt es und schweigt. Wie wir es auch tun. Also sind wir schon wieder viel zu spät. Das Fahrzeuginnenraum super wenig Schalter verbaut. Das wird man sofort merken, weil eigentlich hast du hier vorne nur die Klimaanlage und hast hier unten ein Menüsystem, sage ich mal. Ich glaube, das nennt sich dann weiterhin ein unteres Bedienfeld oder sowas im Daimler-Deutsch. So, und du hast gar keine Tasten für dein Parksystem und sonst irgendwas. Oder ESP off oder Head-Up-Display an. Weil normal wären ja hier oben diese Leisten in der C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse. Das hat der Wagen ja nicht. Also hat man hier ein Fahrzeugsymbol. Jetzt drücke ich da drauf und dann passiert Folgendes. So, jetzt kann ich sagen, ESP on-off oder Head-Up-Display off. Da, on. Sehr schön. Das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch vermeide ich, weil ich das Touch-System ja habe. Und auch hier sind auch diese großen Knöpfe übrigens, die ich meine, weil hier machen sie Sinn. Weil hier kann ich bei 160 noch die Taste erreichen, weil sie groß genug ist. Zielsicher. Und dafür brauche ich mir halt nicht den designerischen Quatsch erlauben, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, dass hier irgendwo Tasten sind, die ich einmal im Jahr benutze. Ja. Ja, jetzt regnet es. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit, weil wir beim CLS so gutes Wetter haben. Zu gutes. Sucht er doch nicht sein Chip-Ding, oder doch? Aber guck mal, kein Rost. Also es suppt ein bisschen da unten drunter. Aber sonst. Das macht es hoffentlich gleich piep.
Ja. Piep. Oh. Also Traktion haben wir nicht wirklich. So, siehst du, der Regen hat aufgehört. Das ist doch ganz cool. Ja. Wir sind in einem Tunnel, Herr Kollege. Aber gucken Sie mal hier. Wir haben beleuchtete Lüftungsdüsen an Bord. Ist das nicht vielleicht viel cooler? Und auch hier. Ja. Mit der Funktion, dass das die Farbe ändert, wenn ich Temperatur hoch oder runter stelle. Ja. Wir haben auch hier ein Magic beleuchtetes Style-Element. Und hier. Oh, ja. Und da. Also es ist schon. Und diese Farben sind nicht mehr in 12 verschiedenen erhältlich, sondern in 64. Krass. Also da sieht man, dass die A-Klasse, obwohl sie jung und dynamisch und sportlich geblieben ist, erwachsen geworden ist. Ja. So, ist das nicht eine Wahnsinns-Prospektüberleitung? Ist auch erstaunlich, dass in den Außenaufnahmen unser Auto immer im Sonnenschein fährt. Das ist komisch, ne? Da haben wir halt keine Kosten und Mühen gescheut. Was sehr schön ist, muss man sagen. Das ist heute halt nicht mehr so einfach darstellbar. Trockene Seitenscheiben bei Regenfahrt. Warum ist es nicht mehr so einfach darstellbar? Wir brauchen einen guten CW-Wert. Wollen wir auch. Wir haben Fußgängerschutzauflagen. Ich kann da keine RAM-Profile mehr vorne hinzimmern, wie bei den älteren Mercedes-Modellen. Aeroakustik, also Windgeräuschproblematiken. Dann brauche ich heute größere Spiegel teilweise und andere Positionen. Also sowas wie zum Beispiel in einem Golf 2 oder Golf 1 Cabrio, wo ich den Spiegel fast nicht sehe, weil der hier saß. Ja? Also es war ja so ganz komisch irgendwie. Das wäre gar nicht mehr erlaubt. Deswegen hat man den Spiegel auch meistens neuerdings so losgelöst von der Tür. Und das wiederum verursacht Probleme mit einer Freihaltung von Schmutzfreihaltung der Seitenscheiben. Aber hier würde ich es sagen, sieht sehr gut aus, ja. Generell, dieses Auto ist ja wirklich im Vergleich zu seinem Vorgänger revolutionär in Sachen Geräuschkomfort. Ne? Ja. Merkt man auch. Also wir fahren jetzt 140, ja. Das einzige Säuseln, was ich höre, ist von der GoPro hinterm Seitenfenster. Ich höre kein Säuseln sonst. Das ist schon sagenhaft. Wir haben, wie gesagt, die größte Bereifung hier drauf. Dadurch auch natürlich wahnsinnig viel Abrollgeräusche. Wir haben hier aber keine C, E oder S-Klasse. Wir haben hier das Basis-Mercedes-Fahrzeug, eine A-Klasse. Natürlich in einer gehobenen Ausstattung. Aber nur weil da jetzt irgendwie AMG-Line draufsteht oder hier ein bisschen Leder-Artico drauf ist, ist der nicht ruhiger. Heißt, und Akustikverglasung gibt es für die A-Klasse auch nicht, wenn das direkt einer fragen sollte. Gibt es aber für die Wettbewerberfahrzeuge auch nicht. Und man benötigt es in meinen Augen auch nicht. Aber wir haben in dieser Motorisierung eine andere Hinterachse als in der Basismotorisierung. Ja, ein Hinterachsfahrschemel, der ja auch so ein bisschen beiträgt, glaube ich, zum Akustikkomfort, weil er ein bisschen so die Achse von der Karosserie entkoppelt, glaube ich. Ja. So habe ich es gelesen. Ja. Also das macht wohl vielleicht viel aus, weiß ich nicht, jetzt bei der Strecke hier sicher nicht. Weil also was zum Beispiel gemacht wurde, ist, stand im Pressetext, dass alle Verkleidungsteile des Innenraums oder auch vorne so Wasserkasten, da unten, wo die Scheibenwischer liegen, das nennt man Wasserkasten, oder auch so Verkleidungen hier, Wind und Regen und Luftleitbleche, dass die alle von vornherein dahingehend optimiert wurden, Schall, Körperschall, also den ganzen Lärm, der hier so entstehen kann, zu reduzieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Und da würde ich sagen, das ist den Kollegen wirklich sehr, sehr gut gelungen, weil, also ich würde es mal fast sagen, natürlich ist es nicht so, weil du hast verschiedene Abstufungen und was im Auto Geld kostet, sind Dämmmaterialien und Geräuschkomfort. Das kostet Geld, das kostet Gewicht und das kann man natürlich in der A-Klasse nicht so darstellen wie in einem Maybach. Sicherlich könntest du sofort die A-Klasse so leise machen wie ein Maybach, dann bräuchst du aber auch einen größeren Motor, weil der Wagen mal bestimmt 50 oder 100 Kilo mehr wiegen würde. So. Ich würde es mal sagen, dass dieses Fahrzeug auf jeden Fall fast C-Klasse mäßig vom Geräuschkomfort jetzt so ist. Also ich finde es gerade sehr, sehr, sehr leise und angenehm. Ja, finde ich auch. Es fällt direkt auf. Direkt vom Losfahren bis jetzt auch. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, du hast ja auch schon gerade angefangen mit so technischen Raffinessen. Der Luftwiderstand ist hier 0,25 für das Best-Fahrzeug, also Best Case. Und im Vorgänger war es 0,26. Was das Spannendste jetzt aber ist, das Auto ist ja doch größer geworden. Ich meine, es wären 16 mm, die der Wagen breiter geworden ist, weil wir auch hier zwischen uns, also wir sind ja beide keine kleinen Leute, sondern einfach normal groß gewachsene Herrschaften. Ich habe zur Seite hin wahnsinnig viel Platz zur Schaubesäule, also fühle mich da sehr bequem. Zwischen uns ist es sehr,
viel Platz, würde ich sagen. Also ja, unsere Arme stoßen nicht ständig zusammen. Wir haben auch hier ein schönes Fach in der Mitte, also fast C-Klasse-artig. Und trotzdem, dass der Wagen so groß und geräumig geworden ist, ist der die Stirnfläche, das ist nämlich eigentlich, wird der Fachmann jetzt auch die Augen rollen, das ist ja eigentlich das wichtige Maß für den Luftwiderstand. Mhm. Denn das ist dieser sogenannte Schrankwandeffekt. Ja. Quasi diese gesamte 2D-Frontsicht, die wir gerade hier durch den Wind prügeln. Und die ist kleiner geworden. Zwar nicht viel, aber immerhin. Also der Wagen ist größer geworden, aber das Schlimme, die Stirnfläche ist nicht größer geworden. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass er einfach sehr wenig Widerstand im Wind bietet. Wenn wir gerade schon bei den Daten sind, das können wir auch mal einblenden, die Garagenmaße heißt es bei Mercedes immer. Das Fahrzeug ist 12 Zentimeter länger geworden. Das ist eine ganze Menge. Dadurch haben wir aber auch so ein wahnsinns Innenraumfeeling. Und wir haben, glaube ich, 3 cm längeren Radstand. Ne? Genau, wir haben 3 cm längeren Radstand. Da weiß ich allerdings jetzt nicht, ob das 100% nur hinten zugute kommt oder hier generell einfach so. Radstand ist generell wichtig, denn das kennt man als S-Klasse-Fahrer und du gerade als S-Klasse-Langfahrer. Umso mehr Radstand, umso mehr Ruhe ist im Boot. Weil also Ruhe in dem Sinne, nicht Ruhe von Geräuschen, sondern einfach Ruhe vom Fahren. Das ist nur beim Kurvenräuber nicht ganz so. Ja genau, da hast du das Problem dann wiederum. Aber wenn du geradeaus fährst, dann, hier, Luke Oil, da können wir mal einen schönen Gruß nach Russland an Alain schicken. Der ist nämlich unser russischer Freund, den habt ihr auch kennengelernt damals beim GLE Roadtrip zum Nordcup, genau. Yeah, man, yeah! Ja, nice. Das ist nämlich ein russischer Ölkonzern, Luke Oil. Und der liebe Kollege wird von Luke Oil gesponsert. Also macht öfters mal, tankt seine Testwagen bei Luke Oil auf. Ja, da es den Laden in Deutschland nicht gibt, machen wir da auch gerne Schleichwerbung und lassen uns gerne auch eine Tankkarte für Russland zukommen lassen. Ich weiß zwar nicht, wann ich das nächste Mal in Russland bin, aber... Ja, und das Schöne ist bei den ganzen Längen und generell Ausmaßzuwächsen, die der Wagen hat. Also der Wagen ist generell deutlich größer als der Vorgänger. Hat man es geschafft, dass das Fahrzeug, ich meine 20 Kilo, ist der Basistyp leichter als der vergleichbare Basistyp zum Vorgänger. Heißt null Gewichtszuwachs bei deutlich größerem Auto. Und ich meine, der Wert ist auch 10%, was mich viele Leute kritisiert haben und ich persönlich muss da leider mit beistimmen, beipflichten. Die jetzt ausgelaufene alte, in Klammern erste neue A-Klasse, der W176, genau, danke, der hat ja schon ziemlich schießschadenartige Fenster. Speziell der Bereich nach hinten ist sehr, sehr schlecht. Und hier hat man es geschafft, 10% weniger, ich glaube Säulenüberdeckung oder sowas nennt sich das, quasi 10% weniger Problemfälle, wo ein toter Winkel sein kann. Sprich, wenn ich mich hier umdrehe, habe ich da hinten zwar natürlich immer noch eine Riesensäule. Das ist halt bei einem, Achtung, Golf-Klasse-Fahrzeug so. Aber du hast deutlich bessere Rundumsicht, würde ich sagen. Du hast sehr schmale A-Säulen, würde ich echt sagen. Die sind natürlich sportlich tief runtergezogen. Also ich habe eine gefühlt sehr kleine, kompakte Frontscheibe. Auch sehr kompakte Seitenfenster. Da aber das hier irgendwie sehr steil anmutet, habe ich einen sehr schönen Rundumblick so, oder? Ja. Wie sieht es schulterblickmäßig aus? Auch gut. Ja gut, also Schulterblick ist sehr gut, weil du hast eine, eigentlich kein Dreiecksfenster hinten, sondern irgendwie ein Viereck-Seitenfenster. Also du kannst den Radfahrer sehen. Natürlich kommt dahinter konzeptbedingt, wie ich eben schon sagte, in der Golfklasse, so heißt diese Fahrzeugklasse ja, die untere Kompaktklasse, oder die Kompaktklasse, hast du natürlich eine Wahnsinnssäule, die da hinten ist. Das ist halt dann eben so. Aber hierzu muss man auch sagen, dass der Totwinkelassistent natürlich auch teilweise kann er unterstützen und helfen, Leute nicht zu übersehen. Sollen wir es nicht darauf verlassen, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er hilft. So, jetzt haben wir schönes Wetter. Was wir halt natürlich nicht haben ist, du hast hier keine Haube. Ne? Also wir haben eine Haube, aber man sieht sie nicht. Man sieht sie deshalb auch nicht, weil sie asphaltgrau-matt ist, wie eben der Asphalt. Ja. Streng genommen heißt es aber Mountain-Grau. Nicht, dass es wieder kommentiert wird, der Christiansen weiß nicht. Natürlich weiß er das, hat es ja nur so gesagt. Mountain-Grau oder auch Mountain-Grey, genau. Oder einfach auch Grau. Vielleicht nehmen wir auch noch Magno hinzu. Und jetzt können wir noch mal klugscheißerisch sagen, intern heißt so eine Farbe auch öfters mal Shape. Weil Shape ist der interne Begriff für Mattlacke. Ja, damit man den Shape besser sieht.
Genau, weil Shape ist halt einfach, das nimmt den ganzen blöden Schatten raus. Und deswegen sind ja die Fahrzeuge, die modernen Autos, die aus dem Team und der Hand von Gordon Wagner kommen, in Klammern, bei Bruno Sacco war das ganz genauso, sind durch Mattlacke, kommen die einfach noch schöner zur Geltung. Warum ich das jetzt einfüge mit Bruno Sacco, dazwischen die Fahrzeuge haben das in meinen Augen überhaupt nicht. Ein 210er und 211er sind in matt, würden die, glaube ich, schrecklich aussehen, weil die gar keine Knicke und Falze haben. Ein 126er kann ich aus eigener Erfahrung berichten, da können wir auch ein Bild einblenden. Manche wissen es von euch, ich hatte mal, glaube ich, 3 Winter einen sehr, sehr desolaten Winter W126 und den habe ich matt schwarz lackiert. Und da, der sah so stark aus, also ich habe den Chrom gelassen natürlich, und dadurch hast du diese ganzen Lichtkanten bekommen, weil auf den Mattlacken einfach das Licht anders sich bricht. Das ist die Faszination von Mattlacken. Ja, das ist das kleine Exkurs. Eine Sache noch, vielleicht können wir es einfangen. Du hast ja auch ein Head-Up-Display hier. Ja. Mal gucken, ob ich das einfangen kann. Ja, ich glaube, man sieht es. Ich weiß auch nicht, ob es scharf gestellt ist, aber es ist wunderbar. Also man hat genau, also wir haben hier was ganz Neues und das ist wirklich, wie soll man sagen, das ist ein Unikum in diesem Segment. Man hat hier ein Head-Up-Display, wie man es kennt aus den ganzen neuen Mercedes-Fahrzeugen oder aus den großen BMW-Fahrzeugen. Warum sage ich jetzt großen? Weil BMW als die Firma, die es eigentlich als allererster so großen Stil vermarktet hat und wo alle auch dann meinten, warum hat Mercedes das nicht, nutzen bei kleineren Fahrzeugen oft eine Kunststoffscheibe, die dann das projiziert. Wir haben hier aber eine echte Luxusvariante, wie eben in der C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse. Also hier vorne ist ein Loch und da unten drin sitzt ein kompakterer Sixpack, sage ich mal. Und da sind mehrere Spiegel und Linsen und Scheiben und die projizieren das in die Frontscheibe rein. Deswegen hat man ein kristallklares, super cooles Head-Up-Display, was sehr viel darstellt. Das zeigt mir jetzt die Geschwindigkeit an, die ich fahren darf, die ich gerade fahre, wie schnell mein Tempomat eingeschaltet ist, wenn er an wäre. Ich sehe, wo die Navigation hin möchte. Ich sehe, wann das nächste Navigations-Update kommt. Sprich, jetzt in 400 Metern müssen wir hier rechts abbiegen. Das sehe ich also gerade im Tacho, ich sehe es hier, ich sehe es da, ich habe hier völlige Informationen. Ja, und das ist auf jeden Fall in der Fahrzeugklasse ein USP, sagt man dazu. Ja. Also es gibt es nur in der neuen A-Klasse, ein echtes Head-Up-Display. Deswegen danke, dass du es erwähnst. Ja, die Lenkung ist echt krass. Aber man muss natürlich schon sagen, das ist halt, kann sich wieder das hochnäsig ausgelegt werden von den Damen und Herren von 5,6. Ein Frontantriebsauto fährt sich natürlich bedingt, konstruktionsbedingt immer anders als ein Hecktriebler. Das heißt, wenn du hier richtig in die Kurve reinbretterst, hast du immer, in meinen Augen, genau, Kopflastigkeit. Und du hast immer ein Rupfen in der Lenkung, sag ich mal. Weil eventuell doch mal vielleicht das Rad. Wer war es? Ich glaube, es war Walter Röhrl. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir nachgucken. Jemand hat mal gesagt, Räder, die antreiben, dürfen nicht lenken. So, das kann man jetzt mal so stehen lassen. Aber da gibt es auch direkt jetzt hier den Hinweis, ich glaube, ab Oktober ist es, da kann man die meisten A-Klasse-Modelle auch mit Fematik bestellen. Also von daher, ja. Problem solved. Genau. Und wenn ihr sehen wollt, wie sich eine A-Klasse auf Eis fährt mit Fematik, könnt ihr mal unser Eierblock-Video anschauen. Es hat viel zu wenige Klicks. Zu wenig? Klicks. Ja, Klicks war verstanden. Zu wenig. Ja. Jetzt immer die spannende Frage. Macht's piep? Puff. Oh, krass. Letzten Moment. Krasse Vegetation hier, ne? So ja. Steinblöcke und trotzdem wächst es grün. Und hier stehen immer ganz, ganz viele Autos am Straßenrand und es ist aber kein Mensch. Was kommt da denn geiles Auto an jetzt? Ein alter Opel, oder? Was ist das denn? Oder ein Ford. Ja, Ford glaube ich. Ja. UK Ford. Ja. Wie hießen die nochmal? Ja, ein Escort. Ja, Cortina oder sowas irgendwie, meine ich. Da gab es so ein komisches Sonderauto. Kann aber natürlich auch gewesen sein, dass es ein Opel war, also ein Vauxhall. Ah. Weil die hatten ja auch Opel und dann haben die mal umgetunt und dann war es Vauxhalls. Ja. Witzigerweise haben immer so komische Opels in Videos. Wir hatten letztes Mal mit dem CLS, hatten wir diesen sagenhaften Corsa GSI. GSI, ja.
Also ich muss jetzt trotzdem noch mal eine Sache sagen, wir sind gerade von der Mautstation losgefahren und zum dritten Mal, er sagt es nicht, aber ich sag's euch, zum dritten Mal haben die Vorderräder eben beim Anfahren ein bisschen durchgedreht. Das liegt aber auch daran, weil ich nicht fahren kann, weil ich habe hier, das wäre jetzt theoretisch genau der Motor, da können wir jetzt auch mal direkt eingehen und ein bisschen schon mal drüber reden, das wäre genau der Motor, also die neuere Generation meines Motors. Wir fahren hier nämlich einen A250, wie gesagt 165 kW. Der ist angegeben mit 6,2 Sekunden mit 7G DCT. Mhm. Ist damit schon mal 0,4 Sekunden schneller als mein Auto. Ist natürlich auch klar, weil der hat 15 kW mehr. Nur das ist die vollkommen neue Motorgeneration. In der quasi jetzt ausgelaufenen alten A-Klasse sozusagen. Ist aber so ein bisschen schwierig zu sagen, alte A-Klasse, weil der wird, glaube ich, heute noch sogar produziert und läuft jetzt erst aus. Da gab es nämlich dann die Vorgängermotorgeneration, die eben die gleiche war wie mein Blackbird. Und Mercedes hat das ganz logisch eigentlich gemacht, wenn man einmal durchgestiegen ist. Die Quermotoren haben immer eine Null hinten heutzutage. Sprich, das früher war es der M270 und dann war der Längsvierzylinder der 274, den habe ich in meinem Wagen. Hier ist es jetzt der M260, weil in der neuen C-Klasse Mopf ist dann der M264. Und, krass, das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Ja, und das ist halt eine ganz, ganz neue Motorgeneration. Das ist nicht irgendwie mal eben zwei, drei Kleinigkeiten geändert, weil der 274 als Beispiel, da kenne ich mich ein bisschen mit aus, da gibt es halt verschiedene Ausbaustufen. Den gab es, glaube ich, 8 Jahre oder sowas. Den gab es schon im 204 zum Beispiel. Mhm, mh. Und hier hat man wirklich ein ganz neues Auto, völlig neu, komplett neue Bodenplattform. Können wir auch direkt drauf eingehen. Die Fahrzeuge heißen, also die A-Klasse kam auf den Markt, der W168. Können wir mal ein Bild einblenden. Oh, Spurhalteassistent. Das hat hier richtig schon rigoros gerade die durchgezogene Linie. Mit ABS sogar. Ja, ja. Können wir mal ein Bild einblenden, wie die allererste A-Klasse aussah. Die noch aus dem Fahrzeug kam, können wir auch ein Bild einblenden. Da weiß ich den Namen jetzt gerade gar nicht. Das sind dann meine 90. Hausaufgaben, die ich immer machen muss beim Schnitt, deshalb dauert das Video so lang. Ja, ja, genau. Weil ich so viel über so klassische Sachen erzähle. Daher kam das nämlich mit dem Sandwichboden. Dann kam ja die neue erste A-Klasse, der 169er, dieses kugelartigere Auto, auch mit doppeltem Boden. Aber halt schon wirklich erwachsen. Also das war, ich hatte ja selber mal so eine A-Klasse, manche wissen es von euch. Hab den wirklich viele Jahre gerne gefahren, war ein tolles Auto. Trotz meiner Körpergröße habe ich da echt ganz gut drin gesessen. Da haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen. Wir haben ja auch die A-Klasse Mopf für euch damals gefahren. Da gibt es ein Video, den A250 handgeschaltet. Der kam nämlich ganz neu damals raus. Mhm. Für eben preisbewusste oder in Klammern sportlichere Kunden. Warum ich da Klammern sage, kann man direkt an den technischen Daten sich ablesen. Weil heute ist es wirklich so, bei allen möglichen Herstellern, die handgeschalteten Autos sind langsamer, 0 auf 100, und verbrauchen mehr. Weil einfach die Getriebe heute, die Automatikgetriebe oder Doppelkupplungsgetriebe wie hier, sind so gut, so effizient und so schnell. Wahrscheinlich könnte es Walter Röhrl hinbekommen und würde den so auf den Punkt fahren und schalten. Ein normaler Fahrer bekommt es nicht hin. Und ja, dann nach dem 169 kam eben dann die neue A-Klasse vom Scratch. Also das sagt man dann so neudeutsch, ein weißes Blatt Papier, eine völlig neue Plattform. Und hier haben wir jetzt wieder eine völlig neue Plattform. Damals das Auto hieß MFA. 1 in Klammern, also einfach MFA, das heißt Mercedes-Benz Frontarchitektur, quasi die Frontantriebsplattform. Und das ist der MFA2 oder intern MFA2. Heißt, daran sieht man schon, dass wir hier nichts mehr gemein haben mit dem Vorgängerfahrzeug. Und ich müsste mir jetzt mal nachforschen, weil wir eine Zahl genannt bekommen. Ich würde mal behaupten, hier drin ist kein einziges Teil, außer vielleicht so Sachen wie der Tankdeckel, der im Vorgänger aufgebaut wurde. Alles andere ist neu. Und dann haben wir halt eben diese ganz neuen Motoren hier drin. Also du hast hier ein Gesamtpaket. Ich glaube, alle Motoren haben auch einen Partikelfilter, also auch die Ottomotoren. Genau, alle Motoren, sei es, es gibt zum Start weg jetzt in Deutschland, glaube ich, 3 Fahrzeuge. Es gibt den Diesel, den 180D mit 85 Kilowatt und 260 Newtonmeter. Also Newtonmetermäßig schon ziemlich ordentlich. Leistungsmäßig, ja gut, wenn es einem gefällt. Mir wäre es ein bisschen zu mau. Und es gibt 2 Benziner, nämlich den A200 und es gibt den A250, den wir hier fahren. Und alle haben einen Partikelfilter, der Diesel sowieso, haben wir Diesel seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon. Mhm.
hat Mercedes übrigens mit, nicht erfunden, aber mit die Federführung gehabt, sowas zu entwickeln. Und die Benziner, richtig angemerkt, haben neuerdings auch einen Otto-Partikelfilter, nennt sich das, weil durch das Direkteinspritzungsprinzip, der mit quasi mit fast gar keinem Kraftstoff mehr fährt und dadurch verbrennt das teilweise sehr, ja nicht schlecht, aber unsauber, weil es halt so wenig Kraftstoff an den Rändern des Kolbens, sage ich mal, sind und dadurch kann halt Asche entstehen, Ruß. Und viele Fahrzeuge oder öfters mal haben Fahrzeuge leicht schwarze Flecken an den Endrohren und das ist dann eben Ruß, der dann entsteht. Früher war es der schlecht eingestellte Vergaser, heute liegt es daran, weil die so super eingestellt sind, so fein verbrennen und so wenig verbrauchen. So, und jetzt gibt es das neue Abgasnorm, viel heiß diskutiert, Euro 6 und die gibt es nochmals verschärft, das nennt sich dann Euro 6 Temp D und alle A-Klasse-Modelle, die ich eben aufgezählt habe, erfüllen diese Norm. Heißt, für die deutschen Zuschauer, falls es mal zu diesem komischen Plakettenwahnsinn kommt, dass wir auch blaue Plaketten brauchen, für super cleane Fahrzeuge, in Klammern Euro 6 Fahrzeuge sind schon super clean, würden die sofort bekommen. Heißt, man braucht sich jetzt gar keine Gedanken machen, ob diese jetzigen Fahrzeuge, die auf den Markt kommen, da eventuell irgendwo irgendwie betroffen sein könnten von irgendwas. Nein. Aber auch Hand aufs Herz, keiner weiß, wie der Wahnsinn weitergeht. Ob dann vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren braucht man dann Euro 8 oder irgend sowas. Ja. Mittlerweile ist es so, du kannst wirklich fast sagen, die Abgase, die hinten rauskommen, sind teilweise sauberer als das, was vorne vom Motor eingesaugt wird. Es ist, hört sich bescheuert an, ist aber wirklich so. Je nachdem, wo du halt gerade stehst. Weil wenn da irgendwie gar nicht, zum Beispiel hier in dem Land, wenn es hier uralte Fahrzeuge vor dir herumstehen an der Ampel, saugt der Motor das ein und hinten kommt weniger Schadstoff raus, als er vorne eingesaugt hat. Ist bescheuert, ist aber Fakt. Dazu. Ja, das Witzige ist, wir haben ja noch referiert, wie die alte A-Klasse aussah. Hier haben wir jetzt ein Exemplar extra hinstellen lassen. Er heißt W168, wäre aber eigentlich ein V168, das ist nämlich die Long Wheelbase A-Klasse. Also eine modellgepflegte erste A-Klasse. Gut, das Auto ist jetzt, ich kann es nicht rechnen, über 15, 16, 17 Jahre alt. Von daher sieht er jetzt halt gut aus. Und daneben haben wir einen Test A-Klasse, nur noch mit abgeklebten Narbenkappen, also ein Vorserienauto. Und jetzt sieht man mal, Generation 1,5 quasi bei MOV und Generation 4. Mensch, was hast du dich verändert, Keule? Also hier sieht man noch ganz klar, super kompakt, vor allem die Stoßstangen. Die Stoßstangen sind ja so lang gerade mal jeweils. Ja? Man sitzt sehr hoch irgendwo, obwohl verglichen zu einem SUV sogar niedriger als so ein SUV. Ja, und das war halt quasi die A-Klasse. Und jetzt haben wir die A-Klasse irgendwo wie ein BMW 1er, wie ein Golf, eher normalisiert. Ohne jetzt wertend zu sein, weil das allererste A-Klasse-Auto fand ich damals ganz interessant, 1997, muss ich ehrlich sagen. Damals ist Führerschein Neuling, aber heute muss ich sagen, hässlich. Ich finde ihn nicht gut. Ich finde die Grundidee gut, ja. Gerade diese Elektrotechnik würde halt super in den Unterboden reinpassen. Hat man leider nie genutzt. Nur der Erfolg gibt der ganzen Sache ja recht. Wenn ich richtig gelesen habe, hat die A-Klasse insgesamt mittlerweile 3 Millionen, also Mercedes hat 3 Millionen A-Klassen mittlerweile abgesetzt. Und ich glaube roundabout 6 Millionen generell Kompaktfahrzeuge. A-Klasse, nächste A-Klasse, B-Klasse und dann die ganze alte Familie der jetzt außen laufenden Kompakten. Ganz schön, wir haben gerade mal hier 2 Fahrzeuge hingestellt, unseren Wagen und eine normale A-Klasse. Man sieht ja, unser Wagen, die Edition, ist auch eine A-Klasse, aber halt eben spezieller. Hier ist die normale A-Klasse. Die A-Klasse, das hatten wir beim CLS euch schon erklärt, hat neuerdings immer einen Diamant-Kühlergrill, also Diamond Grill, der ja früher nur beim A250 Sport war und dann beim C43 und so weiter. Heute ist der Diamant-Grill das AMG-Line-Signe. Bei der Edition haben wir das Schwarz hier, schwarzglänzend oder Schwarzchrom statt eben Normalchrom. Dann haben wir hier ein farbliches Element, was auch in den Felgen übernommen wird.
Weil die Felgen sind quasi die gleichen, nur dass es hier einfach glanzgedreht außen ist. Und hier ist es ist eben lackiert in der Edition-Farbe. Man sieht eigentlich schon direkt, also ich muss sagen, dieses Grau-Weiß, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das die Farbe Digital-Weiß ist. Weil es gibt eine neue Farbe Digital-Weiß und die, das könnte die sein, weil die so leicht ins Bläuliche, Gräuliche geht. Es ist leider sehr dunkel gerade vom Himmel her. Und finde ich eine ganz schöne Farbe. Aber man sieht sofort, wenn man das mal so vergleicht, dass hier diese scharfen Kanten bei dem Magno-Lack halt viel deutlicher rauskommen. Und das ist ja die sogenannte Catwalk-Line. Ne? Die wurde ja eingeführt mit dem 213, mit der aktuellen E-Klasse. Und die Dropping-Line, so wie Gordon Wagner sie damals genannt hat, oder wie sie immer noch heißt, in der letzten A-Klasse, die ging ja hier so runter und dann so pfeilschnell hoch. Und hier hat man eine minimale Anspielung noch darauf, sage ich mal. Weil diese Linie oder Leiste steigt hier auch so ein bisschen an, läuft dann hier hinten schön aus. Und ja, man möchte Mattlack immer anfassen. Glänzend nicht so. Beide Fahrzeuge haben ein Night-Paket. Bei der Edition ist das Night-Paket serienmäßig. Night-Paket, ganz klar, hat man hier die Chromleiste halt eben entchromt. Und hier oben den Rahmen auch entchromt. Der ist dann jeweils schwarz glänzend. Was sehr schön ist, das sieht man da drüben, haben nämlich beide Varianten. Einmal quasi Basis kann man nicht sagen, aber ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, muss ich ehrlich sagen, ob es eine Avantgarde gibt. Das ist dann quasi die normale A-Klasse, das sieht man auch im Stoßfänger-Styling. Man sieht also hier sehr, sehr clean, sehr, sehr zurückhaltend, also nicht unsportlich, aber halt auch nicht so extrovertiert. Und da hat man neuerdings hier oben auch Chrom. Was ja in der Fahrzeugklasse auch relativ selten ist, sage ich mal. Weil in der Regel hast du hier oben bei den Wettbewerberfahrzeugen und bei der alten A-Klasse auch einfach nur Gummi. Da ist nichts. Du hast hier unten einen Chromstrich oder eben eine schwarze Leiste gehabt. Und neuerdings hast du die Bordkante und die E-Linie, nennt sich das nämlich, weil die das Greenhouse umrahmt, hier auch in Aluminium oder eben in schwarz lackiertem Aluminium. Was man noch sehr schön sieht bei der AMG-Line, dem Profi ist es natürlich schon aufgefallen oder er wusste es vorher schon. Man hat hier so ein Designelement oder ein Clips-Element. Das liegt daran, weil wirklich hier wieder der Air Curtain ist. Hier geht die Luft durch und kommt dann seitlich raus und umströmt das Rad dann. Heißt einerseits, es sieht super sportlich aus. Man kann sogar, wenn man hier rüber guckt, jetzt ein geparktes Auto, sieht man da durch diesen Schlitz. Und der Vorteil liegt auf der Hand, es sieht einfach, wie schon gesagt, sehr, sehr schön, sehr, sehr sportlich aus. Aber es reduziert auch aktiv die negativen Einflüsse dieses Designs. Weil bisher war es häufig so, dass du hier so ein Design hast und du fakest quasi hier irgendwelche Rennwagen-Kühllufteinlässe, die nur ein echter AMG hat, normalerweise. Ist hier auch, muss man sagen, ist ein optischer Trick. Aber die Luft hat sich bisher immer hier drin gestaut, also hat den Wagen quasi negativ beeinflusst. Jetzt gleitet die Luft hier seitlich ab, umströmt hier raus und hat noch einen weiteren Vorteil, wirbelt hier nicht mehr so an dem Rad, weil das Rad dreht sich ja und ein drehendes Rad mit offener Fläche ist eigentlich immer sehr negativ. Deswegen hat man neuerdings die Räder auch sehr gerne aerodynamisch optimiert. Von weitem sieht die Felge quasi aus wie eine Fünfspeichenfelge. Es ist aber eigentlich, ja, man kann nicht von einer Speiche sprechen. Man hat eher einen Speichendurchbruch, weil man hier sehr, sehr kleine Öffnungen hat. Also quasi eine designte Moondisc. Und durch dieses flächige Raddesign hast du während der Fahrt einfach eine relativ geschlossene Fläche, weniger Verwirbelung, dadurch rollt der Wagen länger, ist sparsamer und man kann sogar sagen, theoretisch auch schneller. Was man auch direkt erkennt ist, die A-Klasse hat neuerdings, wenn man es bestellt, eine Doppelkamera, sprich eine Stereokamera und auch die neue Generation, also relativ kleine Dreiecke hier im Glas. Dann zudem hier vorne den flächigen Stern und wenn man genau hinschaut, sieht man diese ganz feinen Streben, der ist nämlich auch beheizt. Das heißt, wir haben hier exakt die Technik wie in der S-Klasse, E-Klasse oder C-Klasse Mopf. Wir haben nämlich hier, wenn man möchte, das Fahrerassistenzpaket FAP 4.5, also die High-End-Variante. Und damit ist die A-Klasse wirklich wieder einmal in ihrem Segment ein Unikum, weil kein anderer Wettbewerber hat es, dass du eine Distronic, also ein Radar-Abstandsregeltempomaten hast, mit Lenkassistent, mit aktiven Spurhalteassistenten, mit aktiven Totwinkelassistenten, Notbremsfunktionen und. Also ihr könnt das Ganze auch nachlesen, kennt es auch mittlerweile von der S-Klasse und den ganzen Videos, die wir gemacht haben. Und das ist eben das Sagenhafte, dass es das jetzt auch in der A-Klasse gibt. Heißt, du kannst hier
eine A-Klasse kaufen, vielleicht kannst du dir auch eine A-Klasse nur leisten oder willst sie halt auch nur haben, hast aber jetzt keinen Nachteil mehr, weil du nicht die Technik bekommst, die in der C-Klasse und S-Klasse schon lange verfügbar ist. Wenn wir gerade zum Thema Technik kommen, die Bewegung ist eigentlich, glaube ich, für 5,6 Zuschauer schon die übliche, weil wir gehen immer gerne auf die Augen, auf die Scheinwerfer der Mercedes-Fahrzeuge ein. Das hat schon fast Tradition, aber ich wiederhole mich da auch gerne. Es wird halt sehr viel geliefert von den Designkollegen von Mercedes. Und hier ist es witzigerweise so technisch gehalten. Das ist nicht verchromt innen drin oder so, sieht aus wie Schwarzchrom. Innen drin ist das Label und sagt Multi-Beam-LED. Also wir haben hier wieder einmal Technik aus der Oberklasse, kann man sagen, die es in die Kompaktklasse runtergeschafft hat. Also der Kunde kann, wenn er ein bisschen Geld ausgibt, Multibeam kaufen. Und das bedeutet, man hat 18 LEDs pro Scheinwerfer hier drin, die einzeln ansteuerbar sind. Heißt, ich habe hier die gleiche Funktion wie heute ein 213er. Ich mache den Hebel einfach nur auf aktiv, auf Fernlichtautomatik. Und Lichtautomatik habe ich durch einen Lichtsensor. Und dann sehe ich so viel wie in keinem anderen Kompaktwagen überhaupt. Man muss natürlich dazu sagen, was wir nicht hier haben, wir haben hier kein Ultra-Range Fernlicht, kein Fernlichtspot, wie zum Beispiel gerade in der neuen S-Klasse oder C-Klasse Mopf. Das hat man hier aus Kostengründen sicherlich weggelassen, wollte aber dann trotzdem die Technik, die eben gerade heute die notwendige ist, nämlich Multibeam, dem Käufer mitgeben. Und hier sieht man auch so ein bisschen, du hast es, glaube ich, Predator Face korrekt bezeichnet, so ein bisschen diesen harten Anschnitt der Augenbraue oder auch Fackel, die hier genauso ein 3D-Element aufweist wie im CLS-Video, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ansonsten hat die A-Klasse serienmäßig Halogenscheinwerfer, muss man sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die kaufen so ein Auto nicht, damit es mega gut aussieht und nicht den letzten Stand der Technik hat. Heißt, man muss auch ein bisschen preisbewusst im Segment vorgehen. Und es gibt noch eine mittlere Scheinwerfer-Variante, das ist voll LED, allerdings statisch. Das sind keine Funktionen dahinter. Aber trotzdem hat man ein modernes, effizientes, cooles Licht. Oder eben, man nimmt die High-End-Variante. Er will nicht. Ach, da. Da, er will. Ja, da sah man jetzt schon das High-End-Rücklicht in Funktion. Es hat nämlich hier, auch so ein bisschen aus dem CLS-Video bekannt, ein 3D-Lichtkörper, der so eine Art Rauchglasoptik hier hat. Und das ist das eigentliche Rücklicht. Und dann hat man hier innen drin die Bremslichtfunktion mit diesen schaufelförmigen Reflektoren. Hier das Nebellicht, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, zweigeteilter Rückleuchtenkörper. Auch ganz feine Details hier innen drin, Mercedes-Benz, ein kleiner Mercedes-Stern ist hier drin. Ja, das ist schon echt toll. Ist natürlich wieder die gleiche Lichtform, kann man auch direkt sagen, wie im CLS. Jetzt ist die Frage, warum sich Leute aufregen, ob es bei einer A-Klasse dran ist und der CLS es auch wieder hat. In meinen Augen, ich bin da müde drüber zu reden, ist Geschmackssache. Ich finde, ist jetzt nichts Neues, es ist keine Neuerfindung, sage ich mal, eines Segments. Aber es ist, wenn man sich die Kompaktfahrzeuge gerade mal anschaut von den namhaften Herstellern, würde ich sagen, ist die A-Klasse da schon ziemlich, kommt schon ziemlich cool rüber. Und hier im direkten Vergleich auch mit dem Seriendesign, kann man auch nicht sagen, dass der jetzt unschön aussieht. Klar, wirkt der noch deutlich stämmiger durch seine Diffuso-Optik hier in der AMG-Line und diese Air-Outlet-Andeutungen. Was man auch sagen muss, ist, die Endrohrblenden sind hier fake. Sind aber nicht nur bei Mercedes fake, es ist heute fake. Sie sind Stoßfänger montiert, also nahtlos hier eingebaut. Aber was mir aber auffällt, das sieht man hier drüben vielleicht auch sehr gut, man sieht nicht, dass sie fake sind, weil meine Hand hier geht hier komplett so rein. Sie sind wahnsinnig tief, also wahrscheinlich so tief. Und deswegen verfängt sich da innen drin auch das Licht und es sieht nicht aus wie fake. Aber natürlich ist hier unten drunter, wenn man drunter guckt, ein verkleideter Endtopf. Also man sieht gar nicht, wo das Abgas rauskommt. Alles aerodynamisch optimiert. Dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, muss man auch sagen, gibt dann die Möglichkeit beim Night-Paket schwarze Endrohrblenden dran zu machen. Oder bei Edition vielmehr. Weil nur dadurch kannst du die Endrohrblenden jetzt lackieren, sind sie lackierfähig, weil normalerweise würde es verbrennen. Also jeder, der eine C-Klasse Benziner hat und hat hier die Chrom-Endrohrblenden schwarz lackiert, der weiß, wovon ich spreche. Das verbrennt nämlich früher oder später, weil es doch auf der Autobahn sehr heiß wird.
Wir haben gerade festgestellt, hier ging nämlich Augmented Reality Video an, weil der Wagen hat eine weitere Kamera. Und ihr seht jetzt hier, er sagt, wo wir langfahren müssen und er zeigt dir an, welche Hausnummern er hier erkennt. Das ist der Wahnsinn, wirklich. So. Now turn left. Frei. Und das ging jetzt automatisch wieder aus. Also hier oben, das zeigen wir ja nochmal, ist noch eine weitere Kamera, eine dritte Kamera. Und die ist dafür zuständig. Das ist auch eine Sonderausstattung natürlich. Also man kann das alles nicht so weiter so erklären und mitbringen, was man jetzt alles genau benötigt. Man kann dieses MBUX nicht so skalieren, wie du es als Kunde haben möchtest. Und ein weiterer Kaufbaustein wäre dieses Augmented Video. Und eine weitere coole Funktion ist, vielleicht sehen wir es ja nochmal nachher irgendwo. Wir hatten jetzt hier noch keine Großstadt. Wenn du in der Großstadt bist und stehst an der Ampel, ist da oben die Ampel irgendwo. Ich sehe die nicht. Ich muss so machen. Und der zeigt hier die Ampel an. Der filmt die ab und zeigt dir hier verrenkungsfrei den Status von oben der Ampel. In Farben. Ist das nicht cool? Und das ist halt jetzt der erste Schritt, wo das Auto, jetzt merkt man, wir sind hier nicht mehr in einem Auto. Das hier ist kein Auto mehr. Das hier ist ein Auto und ein Smartphone kombiniert. Da ist noch ein Auto. Haben Sie eigentlich das schon gefilmt? Nein. Da, also, da, genau. Hier, Moment. Also. Moment. So, ja, jetzt sind wir auf Sendung. Hier ist der Schlüssel. Mhm. Da wir ja serienmäßig in den Fahrzeugen, ich glaube in allen neuen Fahrzeugen, weil die C-Klasse Mopf das jetzt genauso hat, Keyless Start, was früher ja 150 Euro gekostet hat, serienmäßig haben, habe ich den Schlüssel. Was mache ich damit? Ich packe ihn in die Hosentasche oder ich lege ihn auch gerne dahin. Da ist nämlich die Schlüsselablage, wenn man möchte, weil da funkt die dann auch. Das ist doch ein Cupholder. Habe hier auch meinen Cupholder natürlich. Ja gut, das kann man so. Bei mir ist das eine Multifunktionsablage und übrigens, das hat ein Daimler, es gibt einen Daimler-Begriff dafür. Ja. Kennen Sie den? Nein. Spontanablage. Da. Jetzt mal, aber zeig mal, wie das geht. Genau. Ja. Weil es würde es den Herrn 5,6 freuen, auch das iPhone jetzt dann mal nach 300 Jahren verfügt über Wireless Charging. Und wir haben hier die Multifunktionstelefonie und da sieht man hier so ein bisschen dieses Gummierte da hinten mit so Löchern. Mhm. Dadurch kann das NFC funken, kann Wireless chargen und. Und siehe da, es passiert nichts. Da, doch, es charged. Was haben Sie denn da für ein Fahrzeug? Ja, das ist geheim. So, und was ganz Tolles auch, also jetzt kann man jetzt positiv wie auch ironisch sehen, ich muss es tatsächlich gerade beiderseits sehen, Mercedes hat es so gut gemeint und hat sich da doch sehr, sehr schnell an die Kollegen in Cupertino bei Apple hinorientiert. Und du sagtest aber auch schon, Android ist da auch sehr, sehr stark mit unterwegs. Es gibt in diesem Auto sehr viele USB-Slots, aber nicht USB, sondern USB-C. Ja. Siehe hier. Ja. Deswegen hat unser Fahrzeug auch einen kleinen Adapter dabei. Wenn man weiterhin USB-A heißt es, ne? Oder B. Boah, da fragst du mich. Also den Standard USB kann man halt so nicht nutzen, weil wir hier USB-C haben. USB-C hat den Vorteil, es ist deutlich platzsparender und vor allen Dingen ist es verdrehsicher. Du kannst es reinstecken, wie du willst. Das Ding ist ja immer in einer Richtung passend. Deswegen hat der Wagen hier auch einen Adapter, damit auch das mitgelieferte iPhone-Kabel als Beispiel weiterhin passt. Selbiges übrigens auch im Fond. Und da haben wir trotzdem hier noch die typische Zigarettendose für Kühlbox oder keine Ahnung was. Mhm. Also Strom gibt es hier genug. Entweder Wireless chargen, einfach reinlegen, nichts machen. Ja. Oder halt eben so. Okay. Sehr schön. Ah. Stark. So. Top. Tippitoppi. Müssen wir mal hier rauskommen. Ganze Zeit überholen und traut sich nicht. Das weiß man nicht. Und ich finde es auch super, wenn Leute kaputte Birnen auswechseln, dann Bremslicht montieren, statt mit normalem Licht. Weil ich glaube nicht, dass der bremst, sondern hat einfach links eine zu falsche Birne eingebaut. Oder er hat komplett einfach ein Elektrikproblem, der blinkt gar nicht. Okay, kann ich auch sagen. Lupo ist ja auch gar nicht mehr existent bei uns, ne?
Stimmt. Früher total verbreitetes Auto. Ja, alle weg, genau. Genau wie Dreiergolf. Ja. Alles weg. Alle weg. Weil ich weiß noch, guck, jetzt bremst du. Ja. In Deutschland wäre das richtig harte Nötigung, ne? Wenn du 300 Stunden dicht dem Vordermann auffährst und Blinker links an hast. Ist auch interessant, dass hier öfters mal einfach so Leute langlaufen. Ja, sammelt Dosen ein. Das ist halt immer die verschärfte Form von. Ja, oder da räumt er auf. Kann natürlich auch sein, dass er hier wohnt und sagt, die ganzen Berserker. Ah, den Überholvorgang abgebrochen. Oh, hier. Kleiner Yachthafen. So eine Meerbusen. Jetzt sag nochmal, was du gesagt hast, wie es hier aussieht. Das war eine sehr gute Kombination. Ja, also erstmal sagte ich, das sieht so, also ich war noch nie hier vorher, es sieht so ein bisschen aus wie in Portugal, dann aber auch sehr, sehr steinig. Ich war auch noch nie in Griechenland, von daher kann ich da nichts, keine Vergleiche ziehen, weil hier sind super viel Felsen und Stein, aber auch diese südländischen Bäume. Da aber hier, wie man hier auf der Karte auch sieht, haben wir sehr viel Wasser da und das so zerfetzt hier. Ja. Und das sieht man dann hier auch. Und ich fand, das sieht so ein bisschen aus wie ein südeuropäisches Norwegen oder Finnland mit den Fjorden. Ja, das ist wirklich ein treffender Vergleich. Jetzt wird rechts geblinkt. Achtung, jetzt ist es ernst. Jetzt war es tatsächlich ernst gemeint. Alter, das ist ja echt krass. Ich glaube, ich habe gerade die Navigation gekillt. Das ist schon echt stark, oder? Ja. Also der hat so einen rigorosen Eingriff in seinem ESP. Ja. Wir haben das ESP ja nicht auf Sport, ne? Meine ich. Okay, wir sind jetzt One Road Two eigentlich. Also wirklich, Alter. Was, Alter? Ich hab ihn gesehen. Ja, aber man ist einfach mal auf den Zug gerollt. Ja, aber auf die Linie. Ja, ja. Jetzt rechnen wir uns gleich wieder. Also es hat einen Grund, warum er bislang keine Touchscreens ins Auto verbaut hat, finde ich. Trotzdem ist das mir zu hart. Das hat uns aber gerade das Leben gerettet. Ja, das schneiden wir raus. Okay. Stellt jetzt den Sitz so ein bisschen ein. Ja. Für Kurzstrecke, Mittelstrecke oder Langstrecke kannst du dann, verstellt sich der irgendwie. Okay. Und bewegt sich halt minimal. Dann ist Entspanntheit tritt ein durch leichte Bewegungen des Sitzes. Dann bewegt sich die Lehne einen Millimeter. Das kann ich dir mal zeigen. Achtung. Ja, der Wagen piept ja. Oder auch nicht. Bewegt sich bei dir was? Ja, jetzt und Bühne auch. Ja, krass. Also sitzt Polster und. Oh ja, ich werde richtig krass. Ich werde zerquetscht. Ach, guck mal hier. Das liegt nur daran, weil du so dick bist. Ja, das stimmt. Nein, ich habe schon abgenommen. Boah, jetzt fällt man hier ins Wasser. Hier haben wir jetzt das Air-Panel. Das konnten wir euch vorhin nicht zeigen, weil der Kühler davor verbaut ist und das bei den Fahrzeugen nicht so gut erkennbar ist. Die A-Klasse hat jetzt ein Air-Panel in verschiedenen Motorisierungen, wie man hier auch gerade sieht. Das ist wie ein Garagentor, das öffnet sich und schließt sich und das temperaturgesteuert. Also je nachdem, wie die Lastabforderung des Fahrers ist, macht es auf und macht es zu. Einziger Hintergrund ist der, man braucht nicht immer so viel Kühlluftmöglichkeit und kann das Ganze dann schließen. Und das Ganze, was hat er gesagt? Das waren 10
Prozent, meine ich sogar, die wir rausholt durch dieses Air-Panel. Also wirklich ein Wahnsinnswert. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass man irgendwie von 0,25 plötzlich da 2,5% rausholt. Das ist falsch. Aber der generelle Wert ist Wahnsinn. Und was eben noch erklärt wurde, ist die A-Klasse im Basisfahrzeug, also das Grundmodell mit der schmalen 16-Zoll-Bereifung und diesen modernen, aerodynamisch optimierten Felgen, hat weniger Luftwiderstand, ungelogen, wenn wir es auch nicht glauben können, wie ein Mountainbike-Radfahrer. Weil das Mountainbike hat ja sehr ballonartige Reifen, hat ja auch null aerodynamischen Shape. Sprich, man sitzt da als Mensch drauf wie die rollende Schrankwand und hat sehr viele Verwirbelungen. Und das, wenn es runterrollt, hat mehr Luftwiderstand als die ganze A-Klasse. Unvorstellbar, aber es wurde uns mehrfach erzählt. Und das Spannende bei diesen Rädern ist, wir haben ja vorhin schon euch gezeigt, ich glaube, das Rad hat das eine Fahrzeug drauf gehabt. Es sieht ja so ein bisschen aus wie eine Fünfspeichenfelge. Jetzt hier im Studiolicht sieht man natürlich, dass die Felge vielleicht nicht ganz so hübsch rüberkommt, weil sie halt sehr massig ist. Durch diese Massigkeit der Felge ist sie sehr, sehr geschlossen. Und dadurch hat man es hinbekommen, dass man Alufelgen hat, die besser sind im Luftwiderstand, im Rollverhalten, wie eine Stahlfelge mit vollflächiger Radkappe. Denn ihr kennt selber die jetzt ausgelaufene A- und B-Klasse, manchmal auch Taxis haben das drauf, gibt es so ganz komische Radzierdeckel von Mercedes, die so Schlitze haben. Die sehen ja sehr wie eine Frisbee aus. Und diese Felgen sehen ja wohl deutlich schöner aus und erzielen sogar noch einen besseren Effekt für die für den Luftwiderstand. So, wie ihr seht, haben wir hier eine zerschnittene A-Klasse oder vielmehr das, was noch übergeblieben ist. Hier ist der Stoß, die Stoßdämpferaufnahme. Hier kommt die Luft rein für den Innenraum. Hier sieht man uns auch die schöne Crash-Struktur, aber es geht jetzt gar nicht so sehr um die Struktur, sondern es geht vielmehr darum, um das geliebte NVH-Verhalten. Wir haben ja schon mehrfach euch NVH gezeigt, Noise, Vibration, Harshness heißt es ja, also quasi Vibration, Schall und Vibration, Rüttelung, Schall, Geräusche einfach, alles, was man nicht haben möchte. Und hier ist die neue A-Klasse, eine doppelte Stirnwand. Jetzt können vielleicht manche sagen, okay, das gab es schon mal beim Ur-Baby-Benz, beim 190er. Ja, das stimmt auch. Aber man muss ja auch mit dem Platz schaffen dafür. Und hier sieht man halt, welche Mühen man ausgesetzt war. Man hat hier eine Dämmwand und hat auch nicht überall, wie man sieht, hier so Dämmwolle, sage ich mal, weil du brauchst das nicht überall. Man kann das heute sehr gut berechnen und sieht ganz genau, wo der meiste Körperschall abgegeben wird. Sei es vom Motor, sei es von der Karosserie, weil der Boden, die Straße regt ja die ganze Karosserie auch an und vibriert das alles unterschiedlich. Wenn man jetzt hier mal reinschaut, das Profil, wie enorm das hier so reingebastelt ist. Und das ist vor allen Dingen hier über fast 2 Zentimeter dick Schaumstoffmaterial ist mit Gummi. Also der ganze Innenraum einfach sehr schön gekapselt ist. Und wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, wir fahren gerade eigentlich das für den Komfort das schlechteste Modell, nämlich mit 19 Zoll Bereifung, allerdings mit adaptiven Dämpfern. Und wir haben beide festgestellt, dass die A-Klasse so dermaßen leise ist, dass ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht von meinem Blackbird. Also die Mercedes hat es im Pressetext auch gesagt, also man kommt hier wirklich eine Klasse höher. Die A-Klasse ist jetzt fast eine C-Klasse geworden vom Komfort. Da jetzt nicht mal reinspringen. So geil, sag doch mal den Zuschauern, wie viel Zeit wir jetzt hier verbringen an diesem Pool. Ja, das ist eigentlich immer die never-ending story. Ne? Jetzt kann man wieder sagen, boah, ist das ein schwieriger Job. Das muss man natürlich sagen, wie immer, es ist kein Job, es ist nur ein Hobby, ein für euch, von uns, für euch. Und ja, ich würde jetzt sehr gerne hier reinspringen, du glaube ich auch. Es hat sogar in der Zwischenzeit eventuell geregnet oder der Poolboy war da, man weiß es nicht. Da kommt was. Oh, yes. What's this? Oh, it's not candy, okay, thanks. Oh. Thank you. For me only chocolate. Ach nee, das ist jetzt so eine Sardelle oder so. Ja, bitte. Mit Haaren. Ich gehe mal zum Ufer. Was halt gerade so geil ist, finde ich. Ja. Dass da hinten so, weil es so warm anscheinend war, da so ein bisschen Nebel ist. Dann geht das so darüber, dahin das super krasse Regen. Und da drüben scheint die Sonne. Ja. Und hier sieht man auch diesen Fjord-Charakter wieder, mit diesen ganzen Hügeln, die da so rausgucken. Weil das sieht jetzt wirklich aus wie ein Fjord, finde ich. Krass. Schon beeindruckend. So, und hier haben die jetzt die Bomben gelegt, oder was? Die Bombe, ja, die Bombe geschmissen haben sie. Geschmisse. Wohin? Von wo nach wo? Von oben nach unten, würde ich mal sagen. Haben sie auch richtig was einfallen lassen hier, ne? Hier.
Das Wasser läuft um einen Finger entlang. Krass. Hier. Schön ist vor allen Dingen, man kann hier reinfliegen. Ja. Und jetzt müsste mal einer reinspringen. Ja, Habecker. Wo ist denn der Habecker, wenn man ihn braucht? Wo ist denn der Kollege von Autohub? Ja. Bitte. Wobei, hier löst sich schon das Glas, ne? Irgendwie. Das ist so, weil das drei Schichten Panzerglas sind. Gehen wir lieber hier weg, oder? Soll ich mal was sagen? Wenn das jetzt bricht, ja, fliegen wir beide bis da hinten. So, jetzt fahren wir hier. Ah, nee, wir sind bei Stau. Wenn wir jetzt Stau sind, da hätten wir doch noch eine Sardelle essen können. Also wir haben hier auf jeden Fall mal etwas sehr Cooles. Wir haben nämlich hier eine, ja, Massage würde ich es nicht nennen. Aktivierendes irgendwas. Also es ist eine Art Massage, Seat Kinetics, aber der Wagen hat ja keine Massage, so wie man es aus der ELDS das erkennt. Also der hat jetzt, unter mir hebt sich das Sitzkissen an, aber nicht die Sitzeinstellung. Mhm. Das heißt, da sind welche Luftkissen drin, die sich dann anheben, nochmal anheben und hier. So, und dadurch ist es keine Massage in dem Sinne, sondern wir fahren es einfach mal. Ja, es ist eine Verlagerung des Körpergewichts. Ja. Ja, ja, wir haben es gesehen. Und der hat aber schon ein bisschen Angst gehabt. Das macht ja auch ein bisschen Geräusche einfach dann. Ey, der junge Mann hat ein bisschen Angst, ne? Ja, ja. Ja, ja, das ist aber, brauchen Sie bei uns nicht haben. Entweder zerlegen wir die Dinger ganz oder gar nicht. Genau. Wir machen keine halben Sachen. Genau. So. Ja. Boah. Jetzt. Oh, der hat geschielt so ein bisschen. So geguckt, so und dann so. Oh. Das macht er aber schon gut. Boah. Das ist aber nicht in ihr Ernst. Oh. Rechts, ne? Zeigt ja, er. Ja, ja, zeigt schon rechts. Nee, das ist falsch. Aber hier ist es rot. Ja. Dann hätten wir hier warten sollen. Wir müssten jetzt wieder eine weitere Baustellenampel. Wir müssen warten. Sieht schon geil aus, ne? Ja. Unser Magno-Baby ist leider gerade ein bisschen nass geworden und auch schon eingestaubt. Also gerade möchte man das Auto nicht mehr anfassen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen uns hier mal gerade in den Hafen. Auch wenn es keine Yacht ist, die A-Klasse, gibt es doch einiges zu erzählen. Und vielleicht erzähle ich euch mal ein paar Fakten, die wir rausgesucht haben zum Thema A-Klasse. Denn zum Beispiel wusstet ihr, dass die A-Klasse letztes Jahr 20 Jahre alt wurde? Dass also wirklich Mercedes in Genf 1997, da bin ich mit meinem Vater damals hingefahren, weil ich keinen Führerschein hatte, wurde die A-Klasse erstmals vorgestellt. Dann kam dummerweise, weswegen das ja quasi auch ein Elch ist, wie die Fans gerne mal sagen, kam ja dem Fahrzeug ein schwedisches hochbeiniges Rentier in die Quere und fiel auf die Seite. Und dann wurde die A-Klasse quasi, bevor sie ausgeführt wurde, gesperrt. Und ich glaube, dann begann eigentlich die Zeitrechnung erst im Oktober oder sowas. Also Ende 97, meine ich. Und also die A-Klasse ist 20 Jahre alt geworden, ist also jetzt hiermit volljährig, weil im Jahr 2018 ist die A-Klasse jetzt 21 Jahre. Was gibt es noch für schöne Fakten? Zum Beispiel kann man sagen, dass die A-Klasse seit 1997 wurden jetzt 6 Millionen Kompaktwagen von Mercedes verkauft. Muss man sich mal reinziehen. Der W123 war, glaube ich, 2,3 Millionen nur von der E-Klasse, also Mittelklasse. Und man sieht daran, dass man hier, was hier für ein Bedarf da war, dass einfach die Kunden einen kompakten Mercedes gerne haben wollten. Was ist noch ganz spannend? Was haben wir noch für euch rausgefunden? Wir haben herausgefunden zum Beispiel, dass das Durchschnittsalter mit der neuen Generation, also nicht mit der hier, sondern mit der aktuell neuen Generation der A-Klasse, 10 Jahre jünger geworden ist im Vergleich zum W169.
was ja durchaus beeindruckend ist. Wo sind denn die größten Märkte, Absatzmärkte der A-Klasse? Hättet ihr es gewusst? Es ist definitiv Europa, es ist Deutschland, Italien und Großbritannien. Dann, was sehr spannend ist, und das ist natürlich klar, dass ein Hersteller darauf immer sehr gerne verweist, dass wie viele Kunden vom Wettbewerb quasi erobert wurden. Also die aktuelle A-Klasse hat sagenhaft 60% Neukunden erobert. Das heißt, 60% der Käufer haben vorher ein Wettbewerbsfahrzeug gefahren. Ein Audi A3, ein Golf, ein BMW 1er, ein Linglong, irgendwas. Ja, und was vielleicht auch sehr spannend ist, dass im Jahr 2017 jeder vierte verkaufte Mercedes, das sind 620.000 Einheiten, ein kompakter war. Das heißt, es war eine A-Klasse, eine B-Klasse, ein CLA oder ein GLA. Phänomenal. Deswegen kann man sich auch ein bisschen daraus ableiten oder herleiten, wie wichtig dieses Fahrzeug für Mercedes ist. Also die neue A-Klasse ist nicht einfach jetzt irgendein kleiner Kompaktwagen, wo man ein bisschen was reinschustert, hier ein paar schöne Lampen ranzimmert, ein tolles Design, dass ja die jungen Leute das Auto kaufen. Nein, dieses Auto ist halt wirklich ein ganz, ganz ernstzunehmender Beitrag für die Marke. Sei es absatzmäßig, aber auch vom Markenimage, vom Markenbild. Und deswegen kommen wir halt wieder dazu, hat Mercedes hier keine Entwicklungsmühen und Kosten gescheut zu investieren und hat hier wirklich aus dem gesamten Baukasten, aus der CES-Klasse, also aus den ganzen namhaften Fahrzeugen, sage ich jetzt mal, die Pieces, die Bauteile, die Einzelteile und Einzelentwicklung rausgegriffen, die in der A-Klasse oder in dem Golf-Segment, so heißt diese Fahrzeugklasse, gefehlt haben und die den Wagen da zu einem einzigartigen Standing helfen werden. Und? Kriegt er sie auf? Er kriegt sie auf. Und? Was ist das? Hat das Geräusch gehört? Hier. Das ist ein Diesel, der gerade hier vorbeifährt. Endlich hat man dem Fahrzeug einen Gasdruckdämpfer spendiert. Auch nur einen, aber die Haube ist sehr, sehr stabil. Also ist also kein Problem, die eiert nicht rum. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier den nagelneuen M260, so heißt diese Motorengeneration. Er ist abgeleitet von dem längs eingebauten M264, der jetzt gerade im CLS, im E-Klasse Coupé Cabrio und in der C-Klasse Mopf an den Start geht. Ist also die neueste Vierzylinder Mercedes-Benz Motorengeneration und auch keine Kooperation mit Renault oder sowas. Das ist ein 100% Mercedes-Benz Motor. 2 Liter Hubraum, hier ein A250. Der wahnsinnige 165 kW hat. 2 Liter Hubraum haben wir schon gesagt. Er hat einen Turbolader. Er hat Camtronic, also eine verstellbare Nockenwelle hier oben. So ins Detail brauchen wir da, glaube ich, gar nicht gehen. Er hängt sehr, sehr gut im Gas. Das heißt, dieses Fahrzeug mit dem 7-Gang DCT-Getriebe schafft es in 6,2 Sekunden auf 100, wenn die Vorderräder es hinbekommen. Man sieht, hier ist ein sehr sportlicher Reifen, aber wir haben vorhin schon gemerkt, je nachdem welcher Untergrund da ist, speziell diese Betonplatten an den Mautstellen, da darf man ruhig mal ein bisschen aufpassen mit dem Gas, weil sonst schabt er ein wenig mit den Hufen. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch einen anderen Motor, es gibt zum Marktstart noch einen A200, das ist der M282, meine ich. Der hat, ich kann es mir noch nicht glauben, 1,33 Liter Hubraum. Und es war anscheinend ganz wichtig, dass man nicht 1,3 sagt, sondern 1,33. Eigentlich rundet man ja ab, also es ist ein 1,3. Aber es hat doch wieder mehr als 1,3. Deswegen sagen wir 1,33. Der hat 120 kW. Also eigentlich durchaus auch ordentlich Leistung. Ist auch ein Turbomotor, ist auch ein Benziner. Der allerdings ist in der Kooperation entstanden mit Renault. Wobei da auch ganz klar darauf verwiesen wird, dass lediglich der Rumpfmotor, sprich der Motorblock, der wurde quasi übernommen. Und, Also der wäre uns ganz schön gefährlich geworden, glaube ich, auf der Serpentinenstrecke eben. Zum Glück fährt er jetzt erst los. Ja, und da gibt es noch einen Dieselmotor zum Marktstart, den A180D. Das ist dann der OM608 und das ist der Nachfolgemotor vom 607, OM607. Und das ist auch eine Kooperationstechnologievereinbarung mit Renault.
Was es aber auch nicht negativ sein muss. Es gibt gerade Leute, die kaufen das sogar extra deswegen. Und es sind ja einfach Kostenvorteile. Und ganz ehrlich, warum immer alles neu erfinden, wenn man auch Gutes übernehmen kann? Also wir reden hier von einem Fahrzeug, was sehr, sehr preissensibel ist. Auch wenn wir hier vor einer vollen Hütte stehen. Wir stehen hier gerade vor dem teuersten und größten A-Klasse-Modell, was es jetzt aktuell gibt. 250 mit Edition, dicksten Felgen und Technik ohne Ende. Hier ist es vielleicht was anderes, aber es gibt auch Kunden, die brauchen einen A200, der einfach schön sein soll, fahren soll, sicher sein soll und das war's. Und da ist es durchaus sinnvoll, wenn der mal eben 2.500 Euro weniger kostet, weil eben ein Motor drin ist, der vielleicht nur zu 85% von Mercedes ist. Ich glaube, Mercedes und die Leute in Sindelfingen, Untertürkheim und sonst wo würden nicht ihren Stern hier draufkleben, wenn die nicht dahinter stehen würden, weil sie wollen mit Sicherheit nicht, dass der A-Klasse-Kunde, der, wie wir eben gerade gehört haben, häufig vom Wettbewerb neu zum A-Klasse auch gekommen ist, der soll natürlich mit dem Wagen keine schlechten Erfahrungen haben. Also ich würde dem Ganzen mal ein bisschen gelassener entgegensehen. Und Hand aufs Herz, wer von euch holt sich so eine A-Klasse und fährt die 10 Jahre? Die fahrt ihr 2, 3, 4 Jahre und dann gibt es die neue A-Klasse oder ihr steigt auf eine C-Klasse oder geht was ich wohin. Aber kein Mensch fährt so ein Auto heute 10, 15 Jahre. Nicht, dass ich sagen möchte, der Motor könnte das nicht aushalten. Was ist das? Oh, Verstelldämpfer. Verstelldämpfer. Was übrigens auch sehr schön ist, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, mal, dass die Scheinwerfer, ich glaube mit der C-Klasse fing das an oder mit der S-Klasse, dass überall Mercedes drin steht und so weiter und so fort. Hier sieht man zum Beispiel auch im Kotflügel ist eingeprägt der echte Mercedes-Benz-Schriftzug. Der ist aus Leichtmetall, aus Aluminium. Warum ist das jetzt da drin? Weil den Kotflügel könnte theoretisch eine Firma, darf den herstellen, darf aber nicht Mercedes-Benz draufdrucken oder drauf prägen. Das heißt, nur das Bauteil mit dem ist wirklich das Originalbauteil. Und es gibt halt heute, ja, es ist schwierig, also schwierig auch für die Hersteller, weil natürlich ist ein Ersatzteilgeschäft auch lukrativ, da kann man schon ein bisschen Geld verdienen, aber es birgt natürlich auch für Sicherheit. Deswegen steht auf der Scheibe zum Beispiel auch immer Gottlieb Daimler oder Mercedes-Benz oder Karl-Benz, weil nur dann kann man davon ausgehen, dass wirklich die Scheibe die ist, die so den Anforderungen entspricht, die Mercedes mal erdacht hat. Und das mit dem Kotflügel ganz genauso. Gerade bei Scheinwerfern sowieso. Ich habe hier noch was ganz Spannendes. Wir haben ja schon mal öfters das gezeigt. Wir haben natürlich jetzt leider, hat Mercedes den Kampf, ich will kein anderes Wort dafür nehmen, verloren und musste sich dem beugen. Wie übrigens weltweit mittlerweile, ich meine, ich glaube jedes Fahrzeug, auch die USA schwenkt im Jahr 2020 darauf um. Und alle verwenden jetzt, oder müssen jetzt leider, ich sage wirklich leider, weil es ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, was das Ganze jetzt bringen soll. Es gibt ein anderes Kältemittel, das nennt sich 1234YF, was super ozonfreundlich ist oder umweltfreundlich ist, allerdings im Unfallfall oder im Pannenfall, wenn hier ein Klimaschlauch platzt oder sowas, sofort eine Stichflamme verursacht. Das ist nicht das einzige Problem, dass der Bock hier eventuell abfackelt, sondern das Problem ist, dabei entsteht unter anderem Flusssäure. Das heißt, wenn du das einatmen würdest, kommst du vielleicht noch aus dem Auto raus und liegst dann da drüben, dann zerfällt deine Lunge. Dann bringt dir also auch nichts. Sprich, wir retten jetzt zwar den Planeten, aber unter Umständen im Worst Case ist die Person, die hier drin sitzt, gefährdet. So, weil das der Fall ist und Mercedes ja nie ein Fan von diesem Kältemittel war und sich jetzt halt den Gesetz, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also es ist kein Mittel, dass Mercedes da irgendwas jetzt machen wollte. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass dieser Krempel in die neuen Autos rein muss. Mercedes baut es also ein, hält aber nach wie vor vielleicht nicht ganz so viel davon wie manche andere Hersteller. Deswegen sieht man hier schon so eine Panzerleitung, die hier langläuft, hier wieder rauskommt und hier auf den heißen Turbolader raufgeht. Und hier hinter versteckt, das sieht man jetzt nicht, ist eine Argon-Druckbombe, wie eine Art Mini-Taucherflasche. So, wenn dieses Fahrzeug jetzt einem drauf fährt oder man fährt frontal gegen einen Baum oder es verunfallt einfach und die Unfallschwere ist so hoch, dass zum Beispiel der Gurtstraffer auslöst, dass es also eine wirklich starke Verzögerung eintritt, dann würde sofort diese Bombe gedrückt werden, also geöffnet werden und dann schießt hier komplett Argongas hin, damit jede Stichflamme, die hier entsteht, sofort gelöscht wird. Heißt, der Wagen fackelt nicht ab und es wird keine Flusssäure ausgesetzt. Und damit können wir wieder mal sagen, selbst im Kompaktfahrzeug das Beste oder nichts. Wir haben ja gerade gesehen, die aktive Verstelldämpfung nennt sich das. Also ein Adaptivstoßdämpfersystem an diesen kleinen Steckern, die wir da oben auf den Federbeinen gesehen haben. Hier drin sieht man jetzt nicht sehr viel davon. Also man sieht halt einfach nur ein Federbein.
Aber es ist Grund genug, um auf die Technik einzugehen. Die Vorderachse ist wie beim Vorgängerfahrzeug, wie bei sehr, 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 sehr vielen Fronttrieblerfahrzeugen, eine MacPherson-Vorderachse. Das ist einfach ein gängiges Konzept. Hier halt eben verbessert oder besser geht es nicht in dieser Baureihe mit den Aktivdämpfern, die in zwei Stufen eingestellt werden können, nämlich Komfort oder Sport. Das Spannende, das sehen wir aber leider auch nicht, da müssen wir zwei Bilder einblenden. Die A-Klasse hat wie manch anderes Fahrzeug, obwohl ein bisschen kann man hier erkennen, da so durch die Felge durch so, weil die A-Klasse hat wie manch anderes Fahrzeug, vielleicht kann man sagen norddeutscher Bauart, zwei Hinterachsen. Jetzt fragt man sich, warum braucht man zwei Hinterachsen? Ja, man braucht zwei Hinterachsen, um auch Geld zu sparen. Das ist halt so. Weil ein A180 Diesel braucht jetzt keine super duper Luxus-Hinterachse. Der fährt genauso gut mit der leichteren Hinterachse durch die Gegend oder mit der weniger aufwendigen Hinterachse. Beide Hinterachsen, muss man auch dazu sagen, sind voll abgestimmt, sind entwickelt, sind sicher und entsprechen dem, was man halt haben möchte. Allerdings braucht ein Fahrzeug wie ein A250 oder eben mit diesem Adaptivdämpfern oder ein 4MATIC, sprich mit auch Heckantrieb, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, mehr Technik. Und dann gibt es eine Vier-Lenker-Hinterachse, keine Raumlenker-Hinterachse, weil die hätte nämlich fünf Lenkerelemente. Allerdings vier Lenker ist das gängige Maß in der Kompaktklasse. Selbiges, wie gesagt, auch bei dem Fahrzeug aus norddeutscher Produktion oder norddeutscher Machart. Und die Vierlenker-Hinterachse bekommt man, wenn man den A250 bestellt, also den großen Motor, oder die Sonderausstattung Adaptivdämpfer oder 4MATIC. Wenn man hier hinguckt, sieht man als klassischer Mercedes-Fahrer, dass hier was fehlt. Was fehlt da? Tankdeckel. War aber schon bei 176 links. Der ist nämlich hier. Witzig ist nach wie vor, es hat damals mal jemand erklärt, manche haben gesagt, ja, das muss so sein aus Package-Gründen. Andere haben es erklärt und sagten, die Chinesen tanken gerne auf der Fahrerseite, weil die steigen dann da aus und tanken hier oder lassen hier tanken und bezahlen durchs Fenster und fahren wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das extra für die Chinesen damals so entwickelt wurde. Man hat jetzt einfach das Konzept übernommen, wie beim Vorgänger, wie du schon gesagt hast, 176. Das Spannende ist, es gibt für die A-Klasse zwei Tanks. Es gibt serienmäßig einen 43-Liter-Tank oder für größere Motorisierungen oder gegen Aufpreis einen 51-Liter-Tank. Also 43 oder 51 ist hier das Maß. Entspricht immerhin, je nach Motorisierung, dass man zwischen 100 und 200 Kilometer mehr fahren kann. Also für den, der öfters lange Strecken fährt, ist der große Tank wahrscheinlich der bessere. Ja, und das Heck, wo wir gerade dabei stehen, lädt ja auch mal dazu ein, dass wir mal einen Blick da reinwerfen. Hier auch schön diese Softentriegelung, die ja seit vielen, vielen Jahren schon Standard ist. Besonders ist, sieht man so schon, weil hier ist eigentlich das viel Spannendere von allem, in meinen Augen, das da. Nicht mal ein BMW 7er oder ein Audi A8 hat eine unsichtbar, in Klammern deswegen staub- und schmutzgeschützte Rückfahrkamera, aber die A-Klasse. Das heißt, wenn du hier die Rückfahrkamera bestellst, bekommst du für dein Geld was. Denn Seitennotiz, bei meiner C-Klasse, die hat auch die Rückfahrkamera versteckt, habe ich die bis heute noch nicht einmal putzen müssen, weil die nicht nass wurde. Gut, beim 360-Grad-Kamera-Auto kann es was anderes sein, weil die fährt ja wirklich bei jedem Ampelstopp aus, um sofort einschalten zu können. Die wird also durchaus mal verschmutzen. Aber wenn du nur die Rückfahrkamera hast, ist die so halt einfach, du erkennst sie nicht und sie bleibt immer sauber. Perfekt. So, hier haben wir den Kofferraum. Man sieht hier schon mal, wie tief das Ganze ist. Und von der Höhe würde ich sagen, ja, so Gerolsteiner-Kisten passen auf jeden Fall rein. Das Spannende ist, wir haben hier 370 Liter. Und das sind ganze, ich glaube, 29 mehr als vorher. So, und der Witz ist jetzt der, unter anderem liegt das an diesen Ausbuchtungen. Weil jetzt passen hier, ich meine gehört zu haben, zwei Golfbags rein. Jetzt natürlich die Frage, welcher A-Klasse-Kunde jetzt unbedingt Golfbags verladen muss. Aber ja, das wird es wahrscheinlich schon geben. Den Keller verfolgen Sie mich? Den genau, das Spannende ist nämlich, das Auto hat auch, wie ihr schon gesehen habt auf dem Video, also es ist eine Vollausstattung. Pressewagen haben in der Regel Vollausstattung oder fast Vollausstattung. Und der Wagen hat das neue Burmester-Soundsystem. Und da war nämlich die spannende Frage schon mal am Rande. Ich weiß gar nicht, ob es bei Instagram kam oder bei Facebook. Jedenfalls fragte jemand, ob der Wagen dann auch einen Frontbass hat.
denn mit der S-Klasse eingeführt und C- und E-Klasse haben das auch, haben ja vorne an den, hinter den Fußräumen quasi in der Stirnwand die Basskomponenten, weil die dann den Längsträger als Hohlraum nutzen. Schnelle Antwort, der Wagen hat es nicht. Wir können es einblenden, wir haben ein Schnittmodell gesehen von der Stirnwand, das würde gar nicht gehen aus Packagegründen, weil der gar nicht diese Längsträger hat wie ein klassischer Heckantriebswagen, weil der ganz anders vorne ausgelegt ist. Sprich, diese Komponente kann man nicht nutzen. Jetzt gucken wir hier unten rein und sehen einen Subwoofer. Sehen einen Verbandskasten, sehe übrigens hier, wofür das Geld ausgegeben wurde, nämlich Steuergerät Federdämpfer. Das ist das Steuergerät, was den Wagen so komfortabel macht. Irre, oder? Dann sehen wir hier den Subwoofer, dann sehen wir Tire Fit, hier noch was. Ja, hier passiert schon einiges. Da ist das Soundsystem Steuergerät. Übrigens, hier steht nämlich Burmester innen drin. Also so ein Riesen-Oschi ist wirklich notwendig als Endstufe, auch mit wahnsinns Kühlrippen, weil es relativ warm werden kann, wenn man da ordentlich mal ein bisschen Mayday-Rave hört. Du merkst, es sind schon ältere Jahre. Ja, wegen der Mayday? Ja. Fällt mir direkt was Schönes auf, wenn man sich die A-Klasse kauft. Kleiner Hinweis. Man kann diesen Griff hier ausschrauben. Das sind zwei Schrauben. Ja. Die Vorstanzung ist vorhanden. Und dann kann man sich für 20 Euro den hier aus Vollmetall in Chrom holen von der S-Klasse oder E-Klasse. Ja. Nur mal so als Hinweis, kleiner Tipp, kostenlos für euch. Vielleicht ein Hinweis noch. Es gibt was ganz Tolles. Man kann nämlich einerseits hier da die Rückbank 40-20-40 umladen. Also man kann das hier runterfallen lassen, kann dann die, der Kommentar war ja sehr beliebt, also dass die alltäglichen Beispiele, die 5,6 bringen, eine Bierbank hier reinlegen oder Skier oder das Snowboard oder keine Ahnung. Das ist also sehr cool. Und es gibt ein Laderaumpaket oder so ähnlich. Dann kann man die Rückenlehnen steiler stellen. Da kann natürlich keiner mehr sitzen unter Umständen. Aber dann passt hier wirklich, wenn die Hutablage weg ist, ein richtiger Quader rein, also große Pakete. Zwei Griffe, links und rechts, ist auch nicht üblich. Hat auch nicht jedes Auto. Genau, jetzt kann man hier entweder hier zumachen, als mit links, oder halt man steht hier mit rechts. Sprich, man braucht nicht mal nachdenken. Ich greife einfach hoch und greife nicht ins Leere, sondern treffe immer. Ladekante finde ich ist auch sehr schön von der Höhe, ist okay. Ein Vorteil, das ist ja auch sehr schön, wenn wir von der jetzigen A-Klasse kommen, ein Vorteil der geteilten Rücklichter ist halt, dass du nicht hier so ein Oschi hast, weil so ungefähr war das in der heutigen A-Klasse. Das ist ja so ausgeschnitten. Heißt, du hast hier eine Wahnsinnsbreite. Hilft. Vielleicht entschädigt das manche Leute mit dem Design besser anzufreunden, vielmehr meinte ich. Ja. Schön finde ich, dass der Wagen hier hinten wirklich einen super cool flachen Wischer hat. Das finde ich echt gut. Weil es gibt viele Fahrzeuge, andere Hersteller, also Kombifahrzeuge, die solche riesen Wischer da hinten drauf haben. Ich mag das überhaupt nicht. Also man braucht hier sicherlich einen Wischer, man sieht es ja hier jetzt auch schon. Aber der Wischer kann gerne so minimiert sein vom Design und von der Technik wie hier. Das macht schon was her. Ob ich hier hinten dann sitzen kann? Erstmal keine Rübe gestoßen, weil hier der Ausschnitt, das muss man jetzt wirklich mal sagen, das ist schon fast opermäßig versteckt, dass hier der Ausschnitt so groß ist wie überhaupt nur möglich. So. Wo hat man das? Im CLS hat man das. Also ich würde jetzt sagen, zur Eisdiele und Pizzeria um die Ecke machen wir das so. Ansonsten müsste der Sitz ein bisschen vorgefahren werden. Weil ich habe unten passe ich drunter. Ja, aber es ist halt von der Höhe wirklich schon grenzwertig. Von der Kopffreiheit, obwohl hier das Schiebedach drin ist, das Panoramaglasdach, sehr gut. Da habe ich echt noch so viel. Mhm. Knie ist auch Maximum, also da ein bisschen weiter nach hinten, dann wäre hier Feierabend. Aber immerhin sitzt jetzt gerade hier hinten jemand mit 1,90 Meter. Und vorne 1,87 Meter. Ja, so, also zweimal 1,90 für kurze Strecken kriegt man hier problemlos rein. Wirklich problemlos. Das heißt, es ist ein Family Car auf jeden Fall. Also du kannst hier hinten definitiv Kinder sitzen haben problemlos und vorne sitzen Erwachsene. Der Kofferraum ist durchaus okay für den Wochenendtrip zu viert. Hier ist auch die Sonderausstattung Mittelarmlehne mit Cupholder. Ist auch sehr schön.
Hier sind auch die beliebten und beleuchteten Durchreichen. Es gibt für die neue A-Klasse 3 verschiedene Vordersitze, je nach Ausstattungsvariante und auch Geldbeutel. Es gibt Standardsitze, dann gibt es Komfortsitze, also verstellbar, schöner konturiert. Und es gibt die Integralsitze, die es ja aus der alten A-Klasse schon gab, die so ein bisschen ja, schalensitzartig herkommen sollen. Die jetzt aber deutlich cooler sind, weil bei den alten Fahrzeugen, fand ich immer, war die Kopfstütze so dick aufgepolstert. Man saß da so. Übertrieben. Und heute kannst du normal da sitzen. Und hinten ist ganz genauso. Die sind also sehr, sehr schlank, sehr cool gemacht. Hier, auch beleuchtet übrigens. Also man sieht im Dunkeln hier überall so einen kleinen Lichtschein aus der Ambientebeleuchtung. Also hier muss man auch eins sagen, es ist halt ein Kompaktfahrzeug. Deswegen hast du hier hartes Plastik, kombiniert mit aluminiumartigen Kunststoffen. Hier allerdings mit Artico bezogen, also hier wieder Kunstlederbezug. Hier auch Folienbezug mit Naht. Also das hier schon was anderes als in der C-Klasse. Siehst auch hier Lack. Also wenn der Wagen jetzt weiß wäre oder rot, wird das alles hier in Farbe erscheinen. Fällt nur gerade nicht so auf. Da sieht man halt dann schon einen Unterschied zwischen der C-Klasse und der A-Klasse. Nur rein von der Haptik und der Qualität. Und hier, wie gesagt, ich kann hier problemlos aussteigen. Das finde ich schon echt gut. Ja, also ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr schön designt. Was vor allem besonders ist, dass man erstmals hier, das fällt auch sofort auf, keine Hutze, also kein Dach über dem Kombi-Instrument, also über dem Display hat. Heißt, man hat hier einen komplett einfach quasi durchweg gleich aussehenden Instrumententräger und hat hier dieses Brett reingesteckt, dann kommt das Lenkrad daraus. Also das Ganze wirkt sehr, sehr schwebend und organisch. Für so ein Kompaktfahrzeug ist das, glaube ich, schon wirklich... Wenn es einem gefällt, was Besonderes kann man eigentlich gar nicht bekommen. Oh, hier. Hier sieht man sogar neuerdings da, Knie-Airbag wird hier drauf hingewiesen, dass hier also für den Fahrer ein Knie-Airbag ist. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, Sicherheit. Wir haben, ich glaube, das hat, glaube ich, jedes Auto, von jedem Hersteller heute. Du hast, wenn du 5 Sterne im NCAP, ja. NCAP, genau, NCAP. Das heißt NCAP, sorry, deswegen. Auf Deutsch bin ich ja gerade selber ein bisschen unsicher gewesen. 5 Sterne haben möchtest, brauchst du halt gewisse Sachen. Dazu gehören definitiv ein Knie-Airbag für den Fahrer, weil nur der den Druck beim Offset-Crash hier wegnimmt von den unteren Extremitäten. Du hast deinen Lenkrad-Airbag, deinen Beifahrer-Airbag, du hast Window-Bags, du hast Seiten-Airbags. Hinten habe ich gesehen, haben wir auch Seiten-Airbags als Aufpreis. Die sind hier unten untergebracht, ganz neue Bauart. Also im Sitzkissen, MSL. Weil die gehen dann hier so hoch und werden wahrscheinlich das Becken und den Oberkörper schützen, weil der Windowbag, der füllt es ja bis hier. Und ganz spannender Hinweis bei den Windowbags, die A-Klasse ist das einzige Fahrzeug derzeit im Kompaktsegment, wo der Windowbag nicht hier aufhört, sondern er geht komplett vor bis zur A-Säule. Denn es gibt sehr viele Unfallkonstellationen, Kollisionsarten. Man könnte zum Beispiel mal gucken bei den Amerikanern. Die Amerikaner machen neuerdings einen Small Overlap Crash Test. Da kann man jetzt davon halten, was man möchte. Der kann durchaus auf der Landstraße stattfinden. Da hat die Fahrzeugfront vorne 20% Überdeckung. Also der Wagen sieht horrormäßig danach aus. Wenn du dort keinen Windowbag hast, der bis hier vorne hingeht, kann es passieren, dass der, je nachdem welche Seite getroffen wird, der Passagier sogar den A-Holm trifft oder streift. Der wird sicherlich daran nicht sterben, wenn der Wagen stabil genug ist, aber er wird Verletzungen davon tragen. Und da hat Mercedes gesagt, nein, wir bauen den Windowbag auf jeden Fall so, dass komplett die ganze Seite geschützt ist. Und darüber hinaus, manche haben es vielleicht mitbekommen bei den Freunden vom Passion Block, die wir hier auch mal gerne erwähnen wollen, Markus Jordan und Philipp Deppe. Dort kann man ja immer alles lesen über Mercedes, was es alles ansteht. Ob es eine neue Zubehörgeschichte gibt, ob LKWs was Neues rausgebracht haben bei Vans, was bei Smart passiert. Und die berichten auch darüber, welche neuen Gebäude bei Mercedes errichtet werden. Und da konnte man, ich glaube, letztes Jahr lesen vom, wie heißt es, TFS, Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit. Denn Mercedes hat sich ein nagelneues Crash-Zentrum in der Nähe von den Windkanalgebäuden hingebaut. Und diese Baureihe 177, die A-Klasse, ist das allererste Fahrzeug, was im TFS entwickelt wurde. Sprich, hier drin steckt die maximale moderne Sicherheit, die es überhaupt nur gibt. Zum Beispiel ist die B-Säule
speziell in den Blechen, also erstmal ist das bei Mercedes hier alles einteilig und deshalb einteilig. Es ist sehr teuer, einteilig die Seitenwand zu machen, aber dadurch hast du halt keine Schweißnähte, die aufreißen könnten. Weil normal gibt es einen Unfall und dann kann du das hier abreißen, dann ist das nicht mehr so stabil, wie man es möchte. Und die B-Säule ist erstmals so entwickelt, dass die wahnsinnig stabil ist, aber durchaus hier in manchen Bereichen auch konstruiert ein bisschen nachgibt, um einfach die Energie besser aufzunehmen, aufzufedern. Weil nur stahlhart bringt auch nichts, weil wenn der ganze Wagen stahlhart ist und gar nicht mehr verbeult von der Seite, dann kannst du dir das Genick brechen, weil du einfach so einen Schlag abbekommst. Der muss also definitiv ein bisschen deformieren. Und der letzte Stand, den es gibt bei Mercedes, steckt jetzt in der A-Klasse. Nicht in der S-Klasse, sondern in der A-Klasse. Charging has started. Ah. Sogar eine Meldung. Hallo, hallo. Wobei man ja sagen muss, Wireless Charging kann das iPhone jetzt ja dann auch endlich mal, aber es soll gar nicht so gut sein. Mhm. Also nächster Zielkonflikt. Vielleicht wusste das Steve Jobs. Wir haben hier jetzt das Kombi-Instrument in der Sportausführung, also die Sportdarstellung. Übrigens, hier sieht man auch diese schöne Warnlampe wie in der S-Klasse mit der Schraubenfeder, wenn das adaptive Dämpfungssystem defekt ist, das der Wagen hier hat. Und was ich sehr schön finde, wirklich, hier ist eine richtige Schattierung in der Zapfsäule oder hier auch im Kühlwasser, das spiegelt sich unten. Das sieht aus wie so auf ein glossy, wie auf Glas gestellt, das Logo. Ja. Man könnte sagen, das ist kitschig, aber es sieht einfach schön aus. Wenn ich mir das da vorstellen würde, das wäre so reduced, wie zum Beispiel ein iPhone, weil das sind ja alle Icons mittlerweile total reduziert, weil man das nicht mehr wollte. Fände ich ja schon langweilig. Ich finde es so sehr schön, muss ich sagen. Ich finde das sehr geschmackvoll gemacht. Hier, wie gesagt, der Sport-Screen. Schön ist auch, sehr gut ablesbar, weil 0 bis hier ist 60. Da ist die City-Geschwindigkeit, wie früher im 126er. Da und da, jeweils die 30 und 50 km/h Markierung. Also man hat hier sehr viel Zeigerfläche für den Innenstadtbereich und dann weniger Zeigerfläche für die Autobahngeschwindigkeiten, weil da ist es nicht wichtig, ob ich 157 oder 170 fahre. Aber in der Innenstadt ist das schon wichtig. Wir wollten euch jetzt mal zeigen, weil MBUX, kommen wir gleich drauf, ist natürlich die Head-Unit, wie man so neudeutsch sagt. Aber das Spannende ist ja auch das Kombi-Instrument. So, und das Kombi-Instrument kann hier, da wir die Sonderausstattung haben, kann man hier oben auch hochwischen aufs Head-Up-Display. Und jetzt seht ihr aber jetzt nicht, man kann nämlich das Head-Up-Display dann innen drin verstellen. Mhm. Oh, ja. Und dann kann ich nach rechts gehen, kann mir hier alles einstellen lassen. Kann da sogar noch hier die Helligkeit und die Höhe einstellen, wie ihr gerade seht. Kann die Announcements einstellen. Will ich es, dass das Telefon. Das ist das Schöne ist nämlich, das Head-Up-Display ist seit der E-Klasse, kann es richtig viel. Mein Wagen kann das leider nicht. Wenn ich fahre und gucke auf die Autobahn und krieg's vielleicht gar nicht mit, weil mein Telefon lautlos ist oder sowas, dass hier was aufleuchtet. Das kann wirklich passieren, auch mir. Also auch jüngeren Leuten, ja. Neuerdings ist das im Head-Up-Display, wird das angezeigt. Und das sind halt so Funktionen, du kannst in der A-Klasse dir alles einstellen, was du möchtest. Und das halt eben ausgehend von hier, dann in der Frontscheibe. So, zurück zum Kombi-Instrument. Hier haben wir die Styles und Display. Also wie gesagt, der Wagen ist ein Engländer. Wir haben hier die Understated-Variante, die man wahrscheinlich vielleicht für Nachtfahrt haben möchte, wenn man einfach, ja, müde geworden ist von diesen ganzen wilden, bunten Anzeigen, was ja auch mal passieren kann, dann kann man das Ganze sehr, sehr reduziert dargestellt bekommen. Und man kann hier auch gar nichts mehr einstellen. Also ich kann hier nicht zwischen links und rechts irgendwas umstellen. Es ist einfach so. Ja? Ich kann natürlich hier jetzt wieder rumklicken und kann mir jetzt hier natürlich Navigation hinzeigen. Und dann kommt automatisch, wacht das ganze Fahrzeug wieder auf. Also Understated ist wirklich eine Funktion, die ich mir dann nehme, vielleicht eine Nacht auf langen Strecken. Ich kann aber auch den Standard wieder herstellen, dann bin ich hier in der Mitte. Oder ich gehe auf Sport, haben wir gerade eingestellt, wie gesagt. Classic, so ein bisschen wie in der S-Klasse, kann man sagen, wenn man es kennt. So, und das Besondere ist, das ist jetzt die Ausgangsbasis. Ich habe hier meinen Kilometerstand. Jetzt kann ich hier, sind die kleinen Pünktchen,
kann ich in meine Art Verbrauchsanzeige darstellen lassen. Ich sehe also, was ich gerade aktuell verbrauche, hier in digital oder auch als, ja, als Gauge. Hier habe ich dann nochmal mein dieses Bonus-Level, wie gut gleite ich, wie konstant fahre ich, wie human beschleunige ich. War ich gut, also war ökonomisch unterwegs, da war ich sehr unökonomisch unterwegs. Hier habe ich meinen Reiserechner ab Start, einen Reiserechner komplett. Hier sehen wir übrigens, der Wagen bei nicht besonders guter Fahrweise 8,1 Liter, finde ich sagenhaft. Das heißt also, ich hätte es wahrscheinlich eher eine 10 erwartet. Das heißt, da steht es 8. Das bedeutet, wenn man das Auto kennt und normal bewegt, könnte da problemlos 7,0 stehen, schätze ich mal. Und das mit einem dicken Benziner. Oder ich kann hier natürlich auch mein Volldisplay einschalten. Das kann ich in manchen Funktionen machen. Dann sehe ich es hier. Das ist wahrscheinlich so eine Futurama-Darstellung. Ja? Ganz wichtig übrigens, nicht wundern, dass es hier überschneidet gerade. Der Motor läuft ja nicht und die Zündung ist an. Also diese Warnmeldungen sind extra schwarz hinterlegt, damit die einfach greller herausstechen. Weil das sind Warnmeldungen. Die sind natürlich, wenn der Motor läuft, sind die ganzen bunten Icons alle aus. Und dann sieht das wieder schön aus. So, jetzt sehe ich hier meine Geschwindigkeit. Sehe, wie ich hier gefahren bin. Sehe vor allen Dingen auch meine... Jetzt geht sogar die Zündung aus, weil wir so lange hier drin gestanden haben. Oh, jetzt wird es auch gleich muckelig. So. Spannend fand ich das. Hast du das gesehen? Nein. Wie das so hingewachsen ist, ja. Oder nicht? Leider nein. Na gut. Jetzt kann man vielleicht sehen, wenn ich das einschalte. Wow. Toll. Wow. Und das Whoop heißt Wireless Charging has been started. Also das wäre, glaube ich, so die Future-Anzeige, wenn man so wirklich wie eine Art UFO unterwegs sein möchte. Weil ich habe jetzt hier kein Drehzahlmesser mehr, den brauche ich vielleicht auch gar nicht als Automatikfahrer, sondern ich sehe meine Verbräuche. Du hast vorhin schon mal gesagt, das ist so ein bisschen der Schritt zum Elektroauto. Und das ist wahrscheinlich die Anzeige zum Schritt zum Elektroauto, weil ich einfach sehe, wie weit muss ich noch fahren, wie weit kann ich noch fahren, wie bin ich gefahren, der Betriebszustand so ein bisschen, wie ist gerade meine Beschleunigung, mein Gasfuß unterwegs. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend. So, das ist so die mittlere Einstellung, also hier kann ich sehr, sehr viel einstellen. Jetzt kann ich aber auch nach links wischen und sehe hier auch nochmal Pünktchen. Tachometer. Oder vielleicht eine Uhr. Auch mal ganz witzig, so wie in 123er-Zeiten. Oder hier den Reiserechner hinlegen. Start, Reset. Hier auch nochmal, wie mein aktueller Weg aussieht. Reicht mein Tank noch? Wann bin ich da? Hier werden auch Navigationshinweise angezeigt. Zum Beispiel, dass irgendwo vielleicht ein Stau sein könnte in 30 Kilometern. Oder ich kann mir auch mein Radio anzeigen lassen. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte meine Uhr haben. Jetzt gehe ich auf den Drehzahlmesser. Sieht man hier oben wieder angezeigt. Da kann ich mir jetzt die Verbrauchsanzeige anzeigen lassen. Kann aber auch das Eco-Display, Navigationskarte, das GeForce, das Gyroskop quasi, die Rundumbeschleunigungsanzeige oder auch mein Assistenzsystem. Quasi würde jetzt hier anzeigen, ob der Fahrspuren erkannt hat, ob er ein Hindernis erkannt hat. Und. Und dann kann ich hier rumfahren. Und jedes Mal wird unmerklich hier oben der Kilometerzähler eingestellt. Also es ist sehr, sehr spannend, was alles hier möglich ist. Und das Ganze halt natürlich auch in Sport, in den verschiedenen Varianten. Und ich kann mir in der Mitte, kann ich mir noch die Sachen hier anzeigen lassen. Also ich könnte es in der Mitte mir anzeigen lassen. Mein Bluetooth ist nicht connected zum Beispiel. Oder ich kann mir anzeigen lassen das Radio. Haben wir auch direkt Musik. So, dann kann man hier die Sender durchblättern, wenn ich möchte. Oder hier nochmal in der Mitte kann ich in meinen Trip, da kommen wir ja gerade her, anzeigen lassen. Navigation, ich kann aber auch mein Telefon mir anzeigen lassen in der Mitte. Ich kann mir aber auch die Assistenzsysteme anzeigen lassen, wie gesagt, die Straße von eben. Oder hier das Attention Level mit der Kaffeetasse, die hier schon durchscheint. Also es sind Ringe, die dann abnehmen und dann würde irgendwann die Kaffeetasse starten. Oder auch einfach Assistenzsysteme komplett. Das ist dann wirklich Futurama. Also ihr seht, man kann das gar nicht auf dem Video darstellen. Es gibt, wird eine App geben, die man runterladen kann, also eine Art Webseite, die man sich auf dem iPad oder Computer anzeigen lassen kann. Und hier sogar sehr witzig, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine Rollbahn, ne? Hier. Ja, diese App, mit der kann man simulieren. Ne? Ja genau, du kannst simulieren zu Hause, wie kann ich mir mein Auto einstellen. Ja. Weil du müsstest normalerweise dich vor die Haustür setzen, wie wir das auch gerade hier versuchen. Und könntest hier wahrscheinlich 2 Stunden rumspielen, rumdiskutieren, wie du es dir gerne einstellen kannst. Ja.
Und du kannst das Ganze ja auch noch speichern, dass du verschiedene Profile hinterlegst in deinem Fahrzeug. Also ich glaube, der Spieltrieb sollte hier nicht innerhalb von ein, zwei Minuten verschwinden. So, gehen wir vielleicht mal auf das MBUX, denn das ist eigentlich das mega spannendste überhaupt. Also hier oben ist unser, deswegen heißt das hier so komisch, da würde dann euer Name eventuell stehen, sprich, keine Ahnung, Hans Schmidts iPhone verbunden oder sowas. Das ist einfach das Telefon, was Mercedes mitgegeben hat. Das heißt so, wie das Auto. Hier sieht man die Verbindungsanzeige, also je nach Provider 4G, 3G, was weiß ich, was es da alles gibt. Hier Mi, da steht neuerdings Mi statt diesem blauen Auto mit den, statt dem Auto mit den blauen Strichen, gibt es neuerdings eine Mi-Anzeige. Dann habe ich hier oben nochmal eine Anzeige, dass der Wagen weiß, ich habe GPS-Signal. Die Uhrzeit, hier kann ich mir auch Notifications anzeigen lassen. Ich habe gerade nichts, also wenn E-Mails reinkommen oder welche Staunachrichten oder verpasste Anrufe, kann die hier sogar löschen. Ich habe jetzt erstmals einen Mülleimer im Auto. So, und dann kann man hier, das ist ja das Schöne, also wir haben die Sprachmöglichkeit, wir haben das neuartige Touchpad übrigens, wo ich sagen muss, es ist sehr, sehr cool, es ist ja kein Drehrad mal vorhanden hier, aber es ist matt schwarz und deswegen kann man hier wirklich, man hört es auch schon, sehr gut rumwischen und bleibt nicht so kleben. Auf diesem aktuellen Modell, was so wie das hier eigentlich ist, bleibt man gerne mal kleben mit den Fingern. Oder ich kann hierüber arbeiten oder halt eben hierüber. So, jetzt gucken wir mal, also hier ist das Radio. Dann kann ich jetzt hier so wie Coverflow durch meine ganzen Sender durchrollen. Und vor allem man sieht, es hakt nichts. Und es ist endlos. Also es dreht sich wieder neu durch. Das ist also sagenhaft. Dann habe ich hier noch Burmester, weil wir das High-End-Soundsystem hier haben. Burmester. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch noch einstellen. So, dann habe ich hier, kann ich hoch, runter, kann hier Fader, kann ich hier so. Also es ist Wahnsinn, wie responsive, sagt man dazu, wie das abgeht, das System hier. Und die Darstellung finde ich auch sehr geschmackvoll. Also die ist jetzt wieder grob, weil ich einfach zielsicherer treffen möchte, aber es gibt die ja auch dann wieder feiner. Mhm. Du kannst auch, glaube ich, vertikal wischen, ne? Irgendwie jetzt hier auch. Aber hier nicht. Nee, du musst dann da oben drauf drücken. Tune-in-Radio, FM-Radio. AM gibt es auch noch, aber das hört man eigentlich gar nicht mehr. Wahnsinnig viele Sachen kann man sich hier einstellen. Dann haben wir immer unsere Home-Taste, ist immer das Wichtigste, dass man immer zurückfindet, also gar keine Sorgen sich machen muss. Und man kann zum Beispiel jetzt hier aber auch so auf Play drücken und kann hier sogar durchswitchen. Also ich muss gar nicht da rein ins Menü gehen. Und hier genau das Gleiche, ich kann auch hier Bluetooth-Media anmachen, habe es aber nicht gerade connected, das ist das Problem. Ich glaube, hier kannst du vertikal jetzt auch wischen, ne? Ja, da komme ich in die Seams. Das war eben gerade ein bisschen unten. Da sind die Seams, also der Pfeil zeigt nach unten. Dann wische ich hoch, komme ich in die Seams. Seams sind meine Themenwelten. Also ich kann jetzt, keine Ahnung, hier zum Beispiel Experience. Dann schaltet sich das Ganze jetzt hier gerade so komisch ein. Hier zum Beispiel seht ihr automatisch, stand hier eben Engine Start Stop Off. Also Start-Stop-Automatik aus. Der Sport-Screen geht an. Der Sportmodus wird eingeschaltet. Die ambiente Beleuchtung hat die Farbe gewechselt auf ein Rot-Orange. Und ich sehe meine komplette, mehr Technik kann ich gar nicht sehen. Dann muss ich da jetzt mal gerade für Instagram was basteln. Man sieht jetzt hier, das ist schon natürlich so, es spiegelt auf den Displays, aber in echt spiegelt das echt nicht. Also es ist sehr cool. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Wischen wieder hoch, gehen in die Themenwelten, nehmen wir das. Hier sieht man auch immer ganz schön da oben, welches Fahrprogramm angezogen wird. C, S, Economy, jetzt gehen wir mal auf Efficiency. Start, Stop ist eingeschaltet worden und zack, ändert sich das alles hier. Und der Witz ist jetzt der, man darf jetzt nicht denken, ich habe jetzt nur diese Themenfelder. Nein, ich kann mir das auch selber basteln. Also ich kann mir auch da, keine Ahnung, Montag, Freitag, Sonntag basteln, dass ich halt Montag mein Werksmenü habe, wie ich halt ganz gemütlich zur Arbeit fahre. Freitags lasse ich dann die Sau raus, mache den hier auf Sport oder was ich was. Und sonntags ist dann, wenn die Oma hinten drin sitzt, schön komfortabel, ruhig. Und das alles mit einem Tastendruck. Also ich kann mir hier wirklich verschiedene, Windows hat das damals Presets. Genau, Presets. Windows hat das, glaube ich, mal eingeführt damals. Und das kann man hier jetzt halt auch machen. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Das ist also die Themenwelt. Hier auch Lounge. Wie gesagt, das sind halt die Vorschläge, die Mercedes ab Werk mitgibt. Ja.
Auch eine sehr coole Darstellung übrigens, zeigen wir euch noch. So, dann machen wir eine Themenwelt. Dann haben wir noch Suggestions, also Vorschläge. Hier, Good Evening. Das heißt, ich komme jetzt hier rein. Leider ist das ja nicht mein Auto oder nicht unser Auto. Heißt, der kennt uns nicht. Es könnte jetzt natürlich sein, wenn es unser Wagen wäre, würde hier stehen, Good Evening, Hallo Marc zum Beispiel, keine Ahnung. Und dann kann man hier drin stehen, da. Ich fahre oft hier hin, ich höre vielleicht gerne diesen Radiosender, dann drücke ich hier drauf und habe genau das, was ich wollte. Durch Vorschläge. Und diese Vorschläge, die lernt der Wagen halt. Dann habe ich hier noch Favorites, auch sehr geil. Kann so ratzfatz Ambient Lighting, gehe ich hier rein und sehe hier sofort Welcome Effect, Climate Effect ist eingeschaltet. Climate ist, dass die Klimaanlage hier Temperaturen darstellt, haben wir euch schon vorgeführt. Welcome ist, das sieht man auch nur nachts, dass wenn man die Tür aufmacht, benimmt sich das ambiente Licht speziell. So, jetzt kann man hier reingehen. Und das Schöne ist, wir haben 64 Farben mittlerweile. Ich kann aber jetzt auch das gesamte Fahrzeug im oberen, unteren und Luftdüsenbereich unterschiedlich einstellen, von den Helligkeiten zum Beispiel. Kann aber auch Multicolor machen. Und kann hier vor allen Dingen, gibt es keine Zahl mehr, aber ich kann einfach hier durchgehen. Habe also quasi nicht 64 Farben, sondern wenn ich so will, eigentlich hier, keine Ahnung, 16,7 das Maximum, ne? 16,7 Millionen Farben, weil ich einfach hier so durchrolle. Und nehme an den Punkt, den mir am besten gefällt. Multicolor heißt, dass ich mir hier welche Menüs auswähle. Das kennen schon S- und E-Klasse-Kunden. Und dann habe ich quasi, das sieht man jetzt echt leider nicht so gut, da müssen wir jetzt Nacht haben. Vielleicht können wir es euch noch nachreichen. Und dann sieht man jetzt eben verschiedene Abstufungen. Jetzt ist Jungle Green, dann ist hier, das geht zwischen Grün und Schwarz und Gelb und dann wandert das auch unter Umständen, weil ich kann das Ganze auch animieren. Mhm. Wenn ich es animiert habe und habe zum Beispiel, ich glaube, Red Moon, das ist so blau-rot, das kenne ich aus der S-Klasse, dann wird dieser Strich wandert gleich in ein Rosa und geht über in ein Rot und geht dann wieder über in ein Violett und geht dann wieder über in ein Blau. So, hier ist die, der Sitzkomfort. Also das Fahrzeug verfügt über die maximal besten Sitze, die es gibt. Die sind voll elektrisch, haben Memory und haben ein neues System. Ja, das ist so eine Art Massage-Light, kann man sagen. Und dann kann man sich das Ganze hier auswählen, nimmt den Fahrer- oder Beifahrersitz und kann hier die Seat Kinetics einstellen. Und das ist eigentlich keine Massage, sondern es bedeutet, wenn ich jetzt eine Kurzstrecke fahre, drücke ich jetzt hier drauf und dann geht das aktiviert. Und das bedeutet jetzt, dass der Sitz, das kann man wirklich nur nachempfinden, das kann man, also ich versuche es mal zu erzählen, dass die Sitzkissenstellung sich anhebt, vielleicht drückt mal hinten ein Luftpolster, vielleicht bewegt sich die Lehne mal einen Millimeter und dadurch sitze ich andauernd anders. Und das ist der große Vorteil, dass sich nie mein Rücken verspannt. Darum geht es eigentlich hier. Also es massiert dich nicht wie in der E-Klasse oder S-Klasse, aber es regt dazu an und das ist schon gut abgestuft, muss ich sagen, für Kurzstrecke, dass ich überhaupt was merke. Und Langstrecke ist dann wahrscheinlich unbemerkt. Du bewegst dich und hast dadurch keinen verspannten Rücken nach 3 Stunden Autofahrt. Das ist also auch ganz neu. Was ist auch ganz neu ist, was hat der Wagen leider nicht, deswegen ist hier noch eine Taste übrig. Es gibt erstmals in diesem Fahrzeug gegen Aufpreis eine Sitzbelüftung der Vordersitze. Da habe ich also jeweils einen sehr großen Lüfter in der Sitzfläche und in der Rückenlehne und die pustet das Ganze halt dann, die Abwärme saugt sie ab und pustet sie weg. Und das gab es bisher auch in der Klasse nicht. Vor. Jetzt haben wir noch die Vehicle-Info, also die Fahrzeugeinstellungen, die man sich da angucken kann. Lenkwinkel, wie machen meine Federungen, meine Dämpfer. Dann sehe ich hier mein ganzes Engine, sehe hier die Öltemperaturen vom Getriebe, vom Motor. Sehe meinen Turboladerdruck sogar gerade hier. Sehe meine Voltspannung. Also hier wird einiges angezeigt. Kraftstoffverbrauch kann ich mir anzeigen lassen. Hier auch. Welche Level ich mir anzeigen lassen möchte. 7,5 Minuten, keine Ahnung. Dann sehr spannend, Owner's Manual. Ah, dann lädt die das im Internet. Okay. Also, könnte man auch sich anzeigen lassen. Mercedes Me Apps. Ah ja. Oh, unser Auto ist das 126. Schon wieder. Schon wieder. Ein Pressetestwagen von ComMBC. Ja. Oh, this is not your account. Okay. Hungry. Ah, das hat man hier sogar eingebaut. Yelp.
wahrscheinlich. Nee, komm, auch das hier kommt. Das machen wir echt schnell. Wir müssen. Ja. So, hier sind noch die. Mit diesem Auto drehen, das ist, glaube ich. Ja, es kommt hier. Dann haben wir hier noch die Settings, also die Einstellung des Gesamtfahrzeugs. Hier haben wir den Quick Access, das kann man auch über diese Taste hier anwählen mit dem Autosymbol, weil wir haben neuerdings hier drin sehr wenig Schalter, was ich persönlich sehr gut finde, weil du hast super oft irgendwelche Hard Keys, so nennt man das, also richtige massive Schalter für Funktionen, die mache ich an und bediene die nie wieder. Also ganz ehrlich, meine Head-Up-Display-Taste, hier oben sind die ja in der C, E und S-Klasse, diese Leiste, die habe ich eingeschaltet und seitdem ist die eingeschaltet. Also eigentlich die Taste sieht schön aus, ich brauche sie nicht. Deswegen bei der A-Klasse hat man sich einen neuen Weg überlegt. Ich habe hier Hard Keys, die ich fast nie benötige. Heißt, ich gehe jetzt hier hin und drücke mein Lane Keeping aus. Jetzt ist der Spurhalteassistent off oder schalte ihn wieder ein. Dafür brauche ich keinen Hard Key, weil das mache ich normalerweise 1, 2, 3 Mal und das war's. Hier kann ich dann noch einstellen, keine Ahnung, brauche ich den Traffic Sign Assist, brauche ich einen Bremsassistenten und. Da habe ich die Fahrzeugeinstellungen, dann habe ich Select, kann also hier einstellen meinen Motor, die Federung, weil wir die aktiven Dämpfer haben, meine Lenkung und das Schöne ist auch, man kann sogar hier fragen. Das heißt, man kann sich fragen lassen, wenn man den Wagen startet, welches Programm man einschalten möchte. Weil das Problem ist, es wird immer wieder auf C gestartet, nachdem die Zündung aus war. Das ist einfach Gesetzesnotwendigkeit. Hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, so quasi wirklich, und man sieht, es ruckelt nicht. Null. Also ich sehe kein Ruckeln. Kann man halt jetzt hier gewisse Punkte erklären lassen. Da. Zum Beispiel, das ist der hintere Bereich. Oder was haben wir hier? Die vorderen Sachen. Immer noch einen Punkt. Da sind die Tasten wieder. Also ich kann auch hier wirklich, das ist ein bisschen Spielerei natürlich. Aber man sieht ja hier, wo man durchgehen kann. Quick Access zum Beispiel, das ist dann da. Oder Assistance, das sind die anderen Funktionen, die wir eben schon hatten. Ja. Hier meine Lights, also quasi ich kann hier einstellen ambiente Beleuchtung, Light System on or off. Es gibt ja auch Länder, wo man das besser ausschaltet, zum Beispiel Rechtslenkermärkte, England, wenn man ein deutsches Auto hat natürlich. Und hier kann man die anderen Funktionen einstellen. Also man kann hier wirklich sehr, 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 sehr viel einstellen und ich finde das schon sehr beeindruckend. Aber ich fand auch die Themes sehr cool, die Themenwelten und würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach mal die Experience an und fahren. Ja. Bremse treten, Taste drücken. Oh, das Licht ist angegangen, hat gerade die Lichtschwerter geworfen. Tja. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir und nehmen euch mit auf eine kleine Runde um den Block. Kam wieder auf die D126, hier kam er nämlich vorhin her. Das ist schon krass. Das ist richtig geil. Und vor allen Dingen da hinten, das Geile ist mit dem blauen Pfeil, der kommt jetzt immer näher, ne? Guck ja, da. Ja, das ist richtig geil. Das müsste dann irgendwann nur wirklich in die komplette Frontscheibe eingespiegelt werden, dass du gar nicht aus so einem Kamerabild guckst. Ja, ich glaube, du hast dich irgendein Forschungsauto, da wurde das von Mercedes schon mal vorgestellt, dass ich glaube, die arbeiten daran. Du, das war doch, glaube ich, diese A-Studie. Irgendwas, das war so eine Sitzkiste, war das damals. Ne? Irgendwie. Achtung. Ja. Hat er was gewarnt eben? Nee, die konnte er nicht sehen wahrscheinlich. Nee, die konnte er, glaube ich, auch nicht sehen. Ja.
Spoiler, ich habe schon reagiert, dass da keine Warnung mehr kam. Ja. Wahnsinn. Apropos Wahnsinn, der Ton läuft ja noch, ne? Ja. Ihr fragt ja jedes Mal, was verbraucht denn der Wagen? Wir machen das nie, weil unsere Fahrten nicht repräsentativ sind. Ja. Sind sie auch wirklich nicht? Deswegen den Wert jetzt mal einfach mal hinnehmen als wirklich beeindruckend. Deswegen zeige ich den jetzt auch, weil normal finde ich das nicht gut, weil der Motor läuft durch, wenn wir da rumparken, dann geben wir mal stupide Gas, Stop and Go. Also wir fahren nicht so, wie man normal fahren würde. Ja? Nur das hier ist gerade wirklich beeindruckend. Wir sind jetzt den ganzen Tag gefahren, 150 Kilometer, und jetzt sieht man 3 Stunden 30. Also super schlecht gefahren. Und dann braucht dieses neue Auto 7,8 Liter. Das heißt, wir hätten hier auch locker eine 7,0 stehen haben können. Problemlos. Ja. Und das mit 19 Zoll Bereifung, also sehr rollwiderstandsintensiv. Ja. Dauerhaft Klimaanlage an, die auch hier heute ein bisschen gearbeitet hat bei über 20 Grad Außentemperatur. Ja. Also das muss ich sagen, ist für den Motor mit 165 kW durchaus beeindruckend. Aber ich habe auch ein bisschen abgenommen seit meinem letzten Dreh. Okay. Ja. So, leider, leider sehen wir jetzt schon hier die Flagge. Mhm. Wir sind angekommen am Hotel. Und leider, leider, was war, leider, leider ist, wir müssen jetzt diesen, ich finde durchaus echt cool, vor allen Dingen, du musst mal gerade hier vor dir filmen, wenn man hier dieses System eingeschaltet, Red Moon hier heißt es, glaube ich, wo das Licht sich immer so ändert. Und das geht zwischen Blau, Lila, Rot, changiert das so ganz langsam vor sich her. Und du hast hier nicht den Eindruck, als sitzt du in der A-Klasse. Und was ganz besonders ist, das mache ich mal gerade hier das Leselicht an, da. In der heutigen A-Klasse, das ist mal mein Kritikpunkt, ich bin ja 1,90 groß und bin jetzt ja 205-Fahrer seit, wie ihr wisst, längerer Zeit. Und eine C-Klasse ist für eine große Person auch in der Regel, manchmal passt es nicht so. Die meisten C-Klassen passen für mich nicht so unbedingt, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch nie eine. Der 205 passt super. Die A-Klasse heute, da muss ich sagen, bin ich froh, wenn ich mal aussteigen kann, weil... ich habe hier von dem Kniewinkel, von dem Knickwinkel, kriege ich hier irgendwie, weiß ich auch nicht, Knieschmerzen. Das liegt aber daran, weil hier direkt die Armaturentafel, glaube ich, bis hier so geht und hier die Mittelkonsole irgendwie ist. Das heißt, ich sitze hier beim Automatikauto ständig und habe hier so einen ganz unnatürlichen Knickwinkel. Und den habe ich hier drin nicht. Ja. Also heißt, damit will ich sagen, das Komfortmaß, was hier mit der neuen A-Klasse erreicht wurde, tadellos. Also, und ich finde auch die ganzen Geschichten hier oben, also das alles hier, guck mal da, hier sind Edelsteine beleuchtet, die so reindimmen. Da, guck mal. Edelsteine, ja. Wow. Ja, ja. Hier ist auch die Mercedes-Me-Taste, die SOS-Taste. Oh, die leuchtet gar nicht rot. Also ich würde sagen, dass das Auto, das wäre jetzt mein Fazit für den A250, den wir gefahren sind, weil wir versuchen noch ein weiteres Fahrzeug zu fahren. Lasst euch mal überraschen. Ich würde jetzt sagen, als C250-Fahrer könnte ich mir definitiv vorstellen, einen A250 zu fahren. Allerdings würde ich, glaube, schon eher auf das 4MATIC-Modell warten, was Ende des Jahres rauskommt. Denn er hat doch sehr, sehr viel Leistung. Und wenn man das mal ein bisschen forcierter bewegt, das Auto, dann... Kriegt er den nicht auf die Straße. Genau, wir hatten das Stichwort Ackerfräse. oder Front... Frontschaber oder Frontkratzer sagen immer so Frontantriebsfeinde oder Nichtmöger. Er hat halt sehr, sehr viel Leistung. Und je nachdem, wie der Untergrund da ist, kann es sein, dass es dann ein bisschen weniger Grip gibt oder mal mehr Grip. Also man hat nie ein unsicheres Gefühl. Das soll nicht falsch verstanden werden. Der Wagen liegt super auf der Straße, gerade mit dem aktiven Fahrwerk und mit den großen Rädern. Fährt super, aber er hat sehr, sehr viel Leistung und das kann dann durchaus mal... Also kurzes Fazit. Für mich ist die A-Klasse jetzt so erwachsen geworden, dass sie ein junger, sportlicher... Ja, Racer, würde ich persönlich jetzt sagen, auch wenn es auf keinen Fall zur Marke passt, ja. Es ist ein echt cooles Auto. Ich finde ihn innen schöner als außen. Ich finde ihn innen, würde ich wirklich jetzt sagen, 100%. Das ist so stelle ich mir so ein Auto vor. Gerade zum Nachtdesign, Wahnsinn. Außen ist durchaus die Frage, klar, das Heckdesign polarisiert. Ich muss aber sagen, es ist Frontdesign auch polarisiert, weil dieses Predator-Face einfach, das ist, ja, Geschmackssache. Von innen mega gut. Was sagst du?
Das Gleiche. Was? Ich habe Hunger. Wir müssen Ich weiß nicht, vielleicht brauchst du in Zukunft schon eine Brille dafür oder es gibt vielleicht so Hologrammgeschichten oder so eine Virtual Reality App, das ist quasi, dass du nur filmst und dann dir angezeigt wird, was die wo versteckt ist. Ja. Das bringt den Leuten, die jetzt für Reparaturen. Wie ein Pascha in Ibiza. Deep in the night, paint the sky.